heute auch leben möchte. Ich habe Ihnen einen Freund von mir mitgebracht. Mein Freund heißt offiziell nicht so, inoffiziell heißt er aber immer mein Fifi. Weil was macht mein Fifi? Mein Fifi läuft mir hinterher, wie das so ein guter Fifi macht. So. Michael Rosier, einer meiner Mentoren und Coaches beim Thema Bühnenperformance, der sagte immer, Thorsten, don't tell, show. Und etwas, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ist ein Beispiel dafür, wie man Technik einfach nutzen kann. Was Sie hier nämlich sehen, ist ein nachlaufendes Kamerastativ. Das heißt, ich habe einfach mein iPhone da drauf gepackt und in dem Moment, wo ich hier, und Sie werden es erleben, ich bin manchmal so wie so ein Tiger im Käfig, also ich renne öfter mal so ein bisschen durch die Gegend. Und ich habe immer das Problem gehabt, dass ich entweder diese Kameraeinstellung ganz klein machen musste, dann bin ich immer so Mickey Mouse Männchen gewesen, was irgendwie auf der Bühne gelaufen ist, hinterher auf dem Video. Oder ich brauchte jemanden, der mir hinterherläuft. Und das macht dieses Ding. Und das ist ein ganz einfaches Grundprinzip, ein weißes Stativ, ein motorisiertes Stativ. Und ich habe, vielleicht hat der eine oder andere sich schon gewundert, was ich in den Hals hängen habe, dieses Ding hat zwei Funktionen. Die eine Funktion ist das Infrarotsensor, der kommuniziert mit dieser Basiseinheit. Das heißt, er läuft nicht wirklich hier hinterher, der Fifi, sondern er läuft diesen Sender hier hinterher. Zum zweiten, und ich weiß nicht, wer springt ab und zu mal auf Messen oder Veranstaltungen, also gibt es jemanden mal, der so Messen, Veranstaltungen macht, ist für den einen oder anderen vielleicht mal relevant. Da habe ich mal die Erfahrung, dass es unheimlich schwierig ist, da einen vernünftigen Ton irgendwie hinzukriegen, wenn man mal was aufnimmt. Weil meistens ist das einfach eine Geräuschkulisse Katastrophe. Und das Ding hat eben hier auch ein integriertes Mikrofon. Das heißt, Sie können erstens sehr weit weg von der Kamera sein, zweitens auch auf Messen, auf Veranstaltungen ist es eben etwas, wo Sie einen sehr guten Ton haben. Und für mich sind es zwei Dinge, die ich gerne Ihnen heute mitgeben möchte. Wenn Sie heute rausgehen und Sie werden heute Abend, wenn Sie nach Hause gekommen, gefragt, Mensch, was hast denn du mitgenommen aus dem Vortrag? Dann möchte ich Ihnen gerne zwei Dinge mitgeben. Das eine, genau, Fifi kann nicht laufen. Genau, Fifi kann nicht laufen, genau. Zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Das erste ist, erst Hirn einschalten, dann Technik. Und Sie werden merken, was das heißt. Es ist jetzt gerade ein neues iPhone rausgekommen, letzte Woche. Und was ich eben häufig erlebe, ist, dass viele sich eben sehr, sehr schnell, sehr gerne ein neues iPhone holen. Und davon aber nur 3% der Möglichkeiten nutzen und vielleicht ist es mal produktiver, sich mit den bestehenden Möglichkeiten ein bisschen intensiver zu beschäftigen, statt 300 € für ein neues Smartphone auszugeben. Im kleinen Rahmen. Und wenn man das Unternehmen kennenlernt, dann werden Sie von mir noch ein paar mehr Beispiele treffen. Also das erste ist erst Hirn einschalten oder Technik. Das heißt, auch wenn wir uns über das Thema Marketing und Vertrieb unterhalten, wenn es ein ganz wichtiges Thema zu sagen, wozu brauche ich denn dieses ganze technische Gerümpel und die Frage vergessen manche. Wenn man diese Frage beantwortet hat, dann kommt die zweite wichtige Message. Technik einfach nutzen. Früher war Technik wahnsinnig teuer und wahnsinnig kompliziert. Heute hat jeder sein eigenes Kamerastudio in der Hosentasche oder in der Jackettasche mit dabei. Also das heißt, das ist für mich die wahre technische Revolution. Wenn Sie schauen, in einer Qualität, wie Sie heute mit einem iPhone filmen können, dafür brauchten Sie früher Kameraequipment, was 20.000 € mehr gekostet hat. Es gibt immer noch Gründe für Image-Trailer, für Werbekampagnen, wo man das braucht. Und Sie haben ja bewiesen, dass es ein paar Leute gibt, die ab und zu auf einer Messe, auf einer Veranstaltung sind. Da tut es manchmal auch ganz gerne die Technik, die wir ohnehin dabei haben. Also nutzen Sie das Gerümpel, was Sie dabei haben. Weil das ist genau das Thema. Ich habe hier ein neues iPhone, iOS 11, neues Betriebssystem, juhu, brauche ich sofort, ich brauche ein neues Telefon. Aber wenn ich dann wieder gucke, dass viele eben beispielsweise noch nicht mehr entdeckt haben, dass man den Ding auch präsentieren kann. Also die Frage ist ja immer, ja, wie kriege ich denn da so einen komischen Präsenter irgendwie angeschlossen? Die schlechte Nachricht ist, ja, das mit dem USB-Anschluss, das ist immer ein bisschen schwierig in der ersten Stufe. Das Geniale ist nur, Sie sehen es hier wieder, ich präsentiere mit meinem iPad, also das Gerät, auf dem ich gerade präsentiere, ist ein iPad. Ich nutze PowerPoint, ich habe hier einen Präsenter, da ist ein Laserpointer, ich kann auch auf schwarz machen, wenn ich das möchte. Also es ist alles keine Rocket Science und ich möchte Ihnen heute gerne ein paar strategische Dinge mitgeben und eben auch ein paar praktische Dinge, weil ich ganz gerne diese drei Welten zusammenbringe.
Und weiterer Grund, weshalb ich mich hier auch ganz gerne zu Hause fühle. Ich weiß nicht, ist jemand zufälligerweise von Transgourmet oder von der Rewe Food Service oder Rewe zufälligerweise im Saal mit dem Atlas, die sitzt hier um die Ecke. Das ist zum Beispiel einer der Kunden, die ich begleitet habe bei dem Thema iPad Rollout im Außendienst. Ich glaube, gerade im Außendienst ist so ein iPad durchaus sehr praktisch, weil ich sage, ich habe den natürlichen Formfaktor eines Prospektes kombiniert mit der Multimedialität eines Notebooks. Also weil alle Küchenfronten irgendwo mit dabei zu haben, alle Varianten mit zu haben, ist schwierig. Und wenn ich einen Notebook oder einen Laptop habe, dann habe ich oft diese Barriere, hinter der ich mich dann als Verbraucher verstecke. Da ist so ein Ding gar nicht so schlecht. Und wenn ich mal gucke, wie kommt denn neue Technik häufig in Unternehmen? Natürlich komplett strategiegetrieben wie folgt. Neue Technologien kommen in den meisten Fällen, schauen wir uns mal an, wie die reinkommen, so rein. Über den Golfplatz. Weil irgendwann war es ja nicht mal uncool, auf dem Golfplatz mit einem Blackberry aufzutauchen. Dann hatte der Flightpartner schon das neueste iPhone, dann musste ich das natürlich auch haben. Bei Ihnen natürlich nirgends auf dem Unternehmen, also ich arbeite viel für Banken und für Versicherungen und erlebe ich das regelmäßig. Sie glauben nicht, wie viele Vorstände ich auf meiner Mailbox hatte, als die Keynote von Apple jetzt mit dem iPhone X war, die gefragt haben, sag mal, Jeke, du machst doch viel mit Apple, kommst du irgendwie früher dran? Bei Ihnen natürlich nicht, also bei Ihnen ist es natürlich alles immer genau, ist ja rational und alles strategisch begründet. Was ich halt oft erlebe, ist genau das, dass es halt irgendwann mal umgucke auf dem Golfplatz. Und dann ruft der Chef an und sagt, ich brauche das neue iPhone oder ich brauche das neue iPad und ich will gute Bilder. Und was ich dann häufig erlebe, ist, das schaut dann ungefähr so aus, dass dann irgendwann mal mehr Geräte da sind als Hände, da wird es dann irgendwann mal schwierig, da habe ich dann Telefon, ich habe ein Tablet, ich habe ein Notebook, ich habe auch einen stationären PC und so weiter. Und letztendlich, was ich erlebe, ist, dass neue Technologie häufig Kosten treibt, Komplexität treibt und überhaupt nichts bringt. Also ich behaupte, in 99% aller Unternehmen wird mit dem Thema IT Geld verbrannt. Und zwar massivst. Und in vielen Unternehmen ist IT nach Personal die zweitgrößte Kostenkomponente. Und vor dem Hintergrund macht es durchaus Sinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und natürlich macht es auch Sinn, sich neue Technologien mal anzugucken und ein Stück weit zu spielen. Aber was ich dann eben entdecke, ist, dann unterhalten sich dann die Manager darüber, oh super, neue Apps und alles drauf. Und jetzt übersetzen wir mal, was passiert denn mit so einem Thema iPad, beispielsweise, wenn wir das mal in die PC-Welt übersetzen. Stellen Sie sich mal vor, Sie hätten den ersten Arbeitstag, Sie würden einen leeren PC auf Ihrem Schreibtisch vorfinden, keinerlei Programme drauf. Sie kommen nicht an irgendwelche Netzlaufwerke oder Dateien dran, weil es ja Teufelszeug ist. Also ist ja alles, ich sag mal, hochsicher und so weiter, darf ja nicht von draußen ran. Sie dürfen sich aber jede Software installieren, wie Sie wollen. Würde das irgendwie jemand, der wissen, was von IT versteht, mit einem PC machen? Sicherlich nicht. Und iPads machen es 99% aller Unternehmen genauso. Da wird ein iPad out of the box hingepackt, da dürfen eben nicht auf irgendwelche Netzlaufwerke zugegriffen werden, aber man darf Apps installieren, die immer lustig ist. Also ich habe hier mal so ein Foto aus der letzten Vorstandssitzung mitgebracht, also das ist dann meistens so auf dem Niveau, wo ich dann wirklich sage, das ist dann mehr Spieltrieb als produktives Arbeiten. Ich werde da manchmal als Spielverderber dann durchaus in die falsche Ecke gestellt. Und ich werde das nachher wieder ein Stück weit auflösen, weil ich sage, ja, bis zu einem gewissen Grad ist Spieltrieb auch gut. Also meine Frau sagt immer, Boxen wieder zu mir, weil dauernd kommen irgendwelche Boxen von Amazon zu Hause angeliefert und ich probiere immer alles Mögliche aus. Und ja, es macht natürlich auch Sinn, Dinge auszuprobieren, aber man sollte sich auch mal Gedanken machen. Und was ich dann oft erlebe, ist, die IT, die macht ja genau das. Die sagt dann, hey, Scheiße, wie kriege ich denn den Kram irgendwie wieder eingepackt und eingebunden? Also kennt vielleicht der eine oder der andere von Ihnen, dass das Unternehmen das so ist, dass die IT sagt, heilige Scheiße, wie hier kriege ich das denn? Was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist, dass die IT sagt, wir nageln das mal schön zu. Also dieses Bild, was ich da gerne bringe, ist dieses der mittelalterlichen Burg. Ist natürlich super, wenn die Zugbrücke immer zu ist, also keine Datenleute oder keine Daten raus und keine Daten rein. Dann haben Sie die sicherste Welt auf Erden. Hat nur zwei Probleme. Erstens, wenn die Zugbrücke immer oben ist, irgendwann verhungern Sie. So, sprich, Sie können nicht produktiv arbeiten, wenn man das Ganze durchsetzt. Punkt Nummer zwei, was die meisten vergessen, hinten ist dann immer noch so eine Planke, wo die auf der Rückseite der Burg alle ganz fleißig und entspannt immer rein und rausgehen. Ist natürlich in Ihrem Unternehmen überhaupt nicht so. Ich erzähle Ihnen mal ein paar Beispiele.
war in einer nicht so kleinen Bank, da gab es iPads. Nur dienstliche Nutzung. Wer kennt das so? Nur dienstliche Nutzung. Also so ein Unternehmen oder IT, wenn es bei Ihnen nicht so ist, dann herzlichen Glückwunsch. Also, und ich streite ja nicht mit meinem Kunden, ich weise auf bestimmte Realitäten, die ich wahrnehme, hinzu. Also ich könnte mir vorstellen, es gibt Kunden und Mitarbeiter, die sagen, es gibt so zwei Arten aus meiner Sicht. Die einen sind pfiffig genug und finden Mittel und Wege und die anderen lösen es anders. Und das hatte ich bei der Bank, wir hatten Pause, nur dienstliche Nutzung. Da hat die Dame am Anfang einen Android-Termin hinterlegt. Ich sagte, Moment mal, Sie haben doch alle iPads von der Bank. Ich sagte, ja klar, ich habe auch ein iPad. Ja, wieso arbeiten Sie denn nicht? Ja, das ist so zugenagelt, da kann ich nicht mehr arbeiten. Ja, was machen Sie denn? Ja, ich bin eine alleinerziehende Mutter, ich mail mir das an meine private E-Mail-Adresse, dann habe ich das auf meinem Android-Tablet, da ist Dropbox drauf, das habe ich synchronisiert mit meinem privaten PC und wenn ich dann meinen Sohn ins Bett gebracht habe, dann kann ich nochmal 2-3 Stunden arbeiten. Wohlgemerkt unbezahlt, außerhalb der Arbeitszeit, das sagt, ich komme hier nicht zum Arbeiten und die wollte keine Daten klauen, TV oder Steuer-CDs verkaufen, sondern die wollte einfach nur Beruf und Privatleben sogar im Sinne des Arbeitgebers zusammenbringen. Und das, wenn wir uns über das Thema Generation Y unterhalten, da kommen wir nachher nochmal dazu, die motiviere ich nicht mit einem Firmenwagen. Also ich weiß, wovon ich spreche. Ich sage immer, eine von meinen beiden Frauen ist vor kurzem ausgezogen, zum Glück die Jüngere. Ich habe eine 21-jährige Tochter, die studiert und die mussten wir schon damals fast unter Androhung von Prügelstrafe dazu bringen, einen Führerschein zu machen. Für die ist das, wenn ich überlege, ich habe 1992 meinen ersten Firmenwagen gehabt. Erster Job als Verkaufsleiter, 520er BMW Touring, den rieche ich jetzt noch. Also neues Auto, 5er BMW Touring als Verkaufsleiter, das war für mich Weihnachten, Geburtstag, Ostern und alles zusammen. Also das ist für die Generation nicht relevant. Für die Generation ist relevant, dass sie die Gadgets haben, mit denen die dort, wann und wo sie arbeiten können, was sie wollen. Das wird immer wichtiger. Und was ich auch oft höre, jetzt mal die andere Seite angeguckt, dass die Netze sagen, IT ist ja viel zu langsam. Das ist das, was ich kriege, irgendwelche Zahlenwüsten, womit keiner irgendwas anfangen kann. Und das Stichwort Big Data ist für mich irreführend. Es ist keine Frage, dass wir nicht genügend Daten haben, es ist eher das Thema Filterfehler. Also ich sage mal, Big Data macht keinen Sinn, wenn es nicht Smart Data wird. Es macht nur dann Sinn, wenn sie Sinn aus den Dingen machen. Aber ganz witzig, viele unserer Freunde und meiner Kunden fragen, sag mal, wie bekloppt muss dann eigentlich sein, dass meine Tochter halt die Mathematik studiert? Also ich habe da eine hohe Bewunderung dafür, also weil von mir kann sie nicht haben, unsere Tochter, das ist ihre Leidenschaft, die liebt das. Wenn ich überlege, es wird in Zukunft, deswegen mache ich überhaupt keine Sorgen für ihre Zukunftschancen, es wird in Zukunft ganz wichtig sein, dass es Menschen gibt, die schaffen, aus der Fülle von Daten sinnvolle Schlüsse abzuleiten. Gerade und vor allen Dingen auch im Marketing und Vertrieb. Da geht es eben darum zu sagen, aus den Millionen von Daten, die wir haben, dann wirklich Sinn zu machen. Und das, was ich immer erlebe, ist, dass häufig nicht nur die IT das Problem ist, sondern dass die größere Probleme die Manager sind, die nämlich die falschen Fragen stellen. Und die Fragen ist viel wichtiger als die Antworten. Und jemand, der das ziemlich gut macht, ist Ulrich Nehammer. Den durfte ich damals ein Stück weit begleiten, als er beim Thema Coca-Cola sich mal überlegt hat, wie kann man eben IT sinnvoll nutzen. Mittlerweile ist er die Nummer 2 bei Salesforce. Und der hat, und das darf ich hier erzählen, weil es gibt ein YouTube-Video, wo er diese Punkte, die ich hier erzähle, sonst ist natürlich alles von meinen Kunden das vertrauliche Standard vertraut. Ich empfehle bei jedem, googeln Sie mal Ulrich Nehammer Coca-Cola, finden Sie dieses Video auf YouTube hervorragend. Also kann ich jedem empfehlen. Ganz, ganz toll. Was sind die Kernaussagen? Er sagt, es sind 4 Bereiche, wo mir IT helfen kann, also Unternehmen. Das erste ist Geschwindigkeit, Speed. Und jeder hat das schon mal gehört, dass nicht die großen Unternehmen die kleinen Unternehmen schuppen, sondern die schnellen überholen die langsamen. Der Schwung ist nicht neu. Das Problem ist nur, wie Konsequenzen sind daraus umgesetzt. Und das ist, war ein Riesenproblem von Ulrich, wo er gesagt hat, wir sind einfach unheimlich weit in vielen Bereichen unserer Komfortzone, da ist der Schmerz nicht groß genug und wir sind einfach viel zu langsam in vielen Bereichen. Und ich sage Ihnen, was es konkret heißt. Und das ist die Frage, stelle ich die richtigen Fragen. Sie kennen das, wenn Sie irgendwo in den Kiosk gehen, haben Sie diese roten Flutschalter von Coca-Cola. Ist jemand zufälligerweise von Coca-Cola dabei? Also manchmal habe ich das Glück, dass jemand von Coke dabei ist, also dann freue ich mich immer.
Also Sie dürfen sich ruhig outen, wenn da irgendwie einer dabei ist. Also ich erzähle die gleichen Dinge, ob jemand dabei ist oder nicht, aber ich freue mich, wenn jemand zufällig dabei ist. Manchmal habe ich das Glück. Diese Kühlschränke, das hat früher 4 Wochen gedauert, bis so ein Kühlschrank, wenn ein Kioskbetreiber gesagt hat, ich möchte so einen Kühlschrank haben, hat es 4 Wochen gedauert, bis der draußen war. Das heißt, Kunde war frustriert, weil er 4 Wochen warten musste und Coke hat 4 Wochen keinen Umsatz gemacht. So, was hat der Ulrich Nehammer gemacht? Der hat sich vor die Führungsmannschaft hingestellt und er hat nicht gesagt, wie können wir das denn ein bisschen schneller hinkriegen? Das wäre die falsche Frage gewesen. Die stellen leider viele. Er hat sich vorne hingestellt und hat gesagt, was müssen wir tun, um einen Kühlschrank innerhalb von 24 Stunden am Kunden zu haben? Und wir behalten uns hier über ein Startwert von 4 Wochen. Also Sie können sich vorstellen, ich war bei dem Meeting dabei, Sie können sich vorstellen, in welche Gesichter der da reingeguckt hat. Der heißt nicht umsonst Wikinger Nummer 1, weil der hat eine ziemlich rabiate Art und eine sehr konsequente Art vor allen Dingen, zu sagen, wir können über die Ressourcen diskutieren, wir können über die Strategien diskutieren und es gibt einen Punkt, darüber bin ich überhaupt nicht bereit zu diskutieren, das ist das Ziel. Und das Ziel heißt 24 Stunden. Und was ich häufig erlebe, leider ist genau das Gegenteil, dass sehr stark vorgegeben werden die Strategien und die Wege und wie was dazu da ist, aber der Zielkorridor, der ist dann häufig dann doch mal so ein bisschen, ich sag mal, flexibel, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und Ulrich Nehammer hat heute einen ganz tollen Post geschrieben auf Facebook, den habe ich, falls Sie mich bei Facebook dort finden, so viele Thorsten Nichols gibt es nicht, Ulrich Nehammer ist aber auch nicht. Ich habe den weitergeleitet, hat heute einen tollen Beitrag geschrieben, zu sagen, hier braucht man Chief Digital Officer. Und sagt, aus seiner Sicht ist es eine Übergangsrolle, es braucht eben Leute, die als CEO die richtigen strategischen Entscheidungen treffen und dann eine IT haben, die das Ganze mitbringt. Dann wird er schon raus. Das heißt, der hat gesagt, wie kriegen wir das schneller hin? Und hat dann die Frage gestellt, wie müssen wir denn durch Technik, durch aber auch Organisationen, wir haben nicht nur 1400 iPads eingeführt, das war ein Baustein davon in diesem Projekt, aber die haben die komplette Struktur umgestellt, wie sie in der Führungsmannschaft, in der Vertriebsmannschaft kommunizieren. Ich gebe mal ein Beispiel. Also, man hat schon mal was von agilen Methoden gehört, so Scrum, agile Softwareentwicklung und so weiter. Also der eine oder andere hat schon mal schon gehört. Das Gute ist, solche Methoden finden ja langsam auch in den Führungsbereich Einzug. Und der hat agile Methoden der Vertriebssteuerung eingeführt. Früher gab es da einmal im Monat Vertriebsmeeting. Wer kennt das? Vor einmal im Monat Vertriebsmeeting. Das ist so die dritte Sache zur Dog and Pony Show. Also das heißt, da wird einfach immer schön erklärt, weshalb das nicht funktioniert hat. Also das ist so meistens das, wie ich das auch erlebt habe. Also ich bin ja lange Jahre im Vertrieb auch selbst. Das kenne ich. Der hat gesagt, wir machen es anders. Wir machen nicht einmal im Monat Vertriebsmeeting, wir machen jeden Morgen Vertriebsmeeting. Jeden Morgen. Und ich habe mehr als eines dieser Meetings erlebt. Und die Struktur ist natürlich ein bisschen andere. Wie läuft die Struktur? Die Struktur läuft so, dass die in Teams, in kleinen Teams, und das ist gar nicht technisch, die haben ein Whiteboard, das darf ich hier nicht zeigen, aber die Idee darf ich erzählen. Die haben ein Whiteboard, klassisch, nicht digital, klassisches Whiteboard, da haben die mehrere Spalten. Und dann sagen die, wie viele Kühlschränke hast du gestern aufgestellt, wie viele Kühlschränke stellst du morgen auf? Das machen die im Team und dann gibt es einen Team, der die Zahl präsentiert. Sagen die, wie viele Bio-Zweitplatzierungen hast du heute gemacht, wie viel machst du, wie hast du gestern gemacht, wie machst du heute? Die haben Wochenziele, die gehen da durch. So, und am Ende präsentiert jede Gruppe, so viel haben wir die Woche schon erreicht, so viel haben wir noch vor. Sie können sich vorstellen, dass da ein bisschen Gruppendruck schon mit dabei ist. Also wenn man dann irgendwie derjenige ist, der immer sagt, ich habe die Woche noch nichts aufgestellt. Und das ist ein Führungsthema, sowas darüber zu bringen, aber die können das ziemlich gut. Das ist vor allem ein Führungsthema. Und was sie dann machen, früher haben die Vertriebstrainings gemacht, klassisch auch in Produktschulungen irgendwie 2 Tage irgendwo eingesperrt. Heute kommt halt einer aus dem Produktmanagement und dann erzählt er halt mal 10 Minuten was über Bio, Bio, Rhabarber beispielsweise und das war's. Und beim nächsten Mal erzählt halt ein Vertriebler, ich habe das gestern bei einem Friseur verkauft und so schaut es aus. Und er hat ein Foto auf dem iPad gemacht und er präsentiert es halt schnell auf dem iPad, wie es lag ausschaut. Also, quick and dirty im Sinne von iterativ arbeiten und da hilft natürlich Technologie, weil früher, um eine PowerPoint-Präsentation zu machen, das war ein bisschen schwieriger. Den habe ich halt gezeigt, wie sie aus ihren Fotos in 5 Minuten halt eine Präsentation machen können, wo Marketing früher eben halt ein paar Stunden gebraucht hat. Und natürlich gibt es bei denen auch weiterhin Marketing-Präsentationen, selbstverständlich, und mein Coca-Cola hat einen hohen Standard auf der Außendarstellung, aber gerade im Innenbereich geht es ein bisschen schneller. Das Thema Zusammenarbeit. Also bei Ihnen natürlich nicht, aber bei denen war es oft so, da war am Montag eine technische Störung an einem Kühlschrank und am Dienstag kam der Vermieter
Und er hat sich dann erst mal schön was anhören dürfen und er war dann so erstaunt, überrascht, was da so am Tag davor losging. Oder es wurde eine Lieferung nicht reingepackt und so weiter. Also IT kann dabei helfen, Zusammenarbeit zu fördern, zu sagen, was die Linke machen, was die Rechte machen. Und auch die Daten zu verknüpfen, dass man eben weiß, okay, was hat der Kunde denn abgenommen oder was hat er nicht abgenommen. Ich zeige dir nochmal, was ist der konkrete Thema ist. Und, was ich für wen von Ihnen, das ist auch relevant, ist ein ganz großes Thema für Coca-Cola-Skalierung. Für Coke macht das einen riesigen Unterschied, ob er 23 Grad oder 27 Grad Außentemperatur hat. Das macht einen riesigen Unterschied, weil deutlich mehr von der braunen Brause getrunken wird. Also das macht für den leider Unterschied. Nicht in jeder Branche, aber in einigen Branchen ist das Thema Skalierbarkeit durchaus auch ein interessantes. Und jedes Thema Skalierung, Thema, also dass Sie sagen, Mensch, ich habe große Auslastungsschwankungen und so weiter, das sieht ja durchaus, also für Sie weniger ein Thema, dann braucht man dann zu tief einzugehen. Und was sie halt sagt, ist, das sind die wesentlichen vier Themen und das Ganze in a mobile Kontext. Der hat damals schon nicht mit dem iPad Coca-Cola geführt, sondern mit dem iPhone. Der hat gar keinen PC gehabt. Und wo viele sagen, Moment mal, du kannst doch auf dem iPad keine Excel-Tabellen machen. Zwei Nachrichten dazu. Die erste, sie können natürlich Excel-Tabellen auf dem iPad machen. Also natürlich, man kann mit dem iPad nicht so arbeiten wie mit dem PC. Sondern besser. Zumindest in einer Situation. Ein iPad ersetzt nicht unbedingt den PC im Controlling, wo ich große Bildschirme brauche, wo ich vor allen Dingen die Bildschirmgröße, wo ich komplexe Tools habe. Nein. Die Frage ist nur, brauche ich diese Sachen im Vertrieb und brauche ich diese Dinge in der Führung? Und Ulrich Nehmann hat ganz klar gesagt, ich bin hier nicht der Excel-Johnny. Das ist nicht mein Job als Vorstandsvorsitzender. Mein Job ist, hier die richtigen strategischen Entscheidungen zu treffen und so konsequent einzufordern, dass wir innerhalb von 24 Stunden das Ding machen und die Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Der hat einen entsprechenden Stab dafür gehabt, um es umzusetzen. Und ich finde die Idee gar nicht doof. Und ich habe ein kleines Unternehmen, auch ich sage mir, was ich selber auf dem Ding nicht machen kann, stelle ich mir immer die Frage, ist das mein Job? Oder kann ich das eben auch sowohl im Unternehmen oder auch als externe delegierendes Thema? Gute Frage. Nächste Frage, die er da gestellt hat, gibt ja dieses Punkt, ist das Kunst oder kann das weg? Das hat er ins Business übertragen. Wir haben dort mit dem Außendienst Revolutionen gehabt, weil die mussten ihre Laptops abgeben. Also sie haben vorher Laptops gehabt und die mussten, die sind eingesammelt worden nach zwei Monaten Übergangsphase, arbeiten die nur mit dem iPad. Da gab es natürlich großes Geschrei. Jeder übrigens, der überlegt, iPad zusätzlich zum im Vertrieb einzuführen zu Laptops. Bullshit. Die Kurzform. Ich finde der Mann schon ziemlich krass. Erhöht die Komplexität, erhöht die Kosten und Sie kriegen es nie gebacken. Ich habe eines meiner vorherigen Projekte, da habe ich mich breitschlagen lassen, haben wir 1700 iPads ausgerollt und da hatten wir eine, ich nenne es jetzt mal eher konsensorientierte Führungskultur. Ich versuche das jetzt mal wertneutral auszudrücken. So, das heißt, hier war einfach nicht die Konsequenz da, zu sagen, ihr arbeitet mit den Dingern sehr konsequent und auch zu sagen, okay, wenn das nicht mit dem iPad geht, dann hat Ulrich Nehammer gesagt, verkaufst du eine Kiste Cola mehr, wenn du dieses Excel-Sheet ausfüllst? Und wenn die Antwort nicht ja war, dann hat er gesagt, okay, dann lass uns mal darüber nachdenken, gibt es irgendwelche Nachgelagerten, die das brauchen? Wenn da auch nein war, dann hat er gesagt, lass uns weg. Wenn er gesagt hat, okay, es braucht den, dann hat er gesagt, kannst du den mit dem Innendienst machen, weil die Jungs draußen sollen bitte verkaufen. Und wenn der mit dem braucht, hat er gesagt, okay, dann baue ich es in der App, dass es mit dem Finger gut bedienen kann. Also sie haben auch durchaus so ein Pricing-Tool, wo die sagen, das war ein sehr komplexes Excel-Tool, das haben wir in der App umgebaut. Bei dem anderen Kunden, von dem ich Ihnen gerade berichtet habe, wo wir noch ein paar mehr iPads ausgerollt haben, zusätzlich, die haben jetzt die Entscheidung getroffen, dass die in zwei Jahren wieder auf Windows wechseln. Weil die gesagt haben, das kriegen wir ja alles nicht gebacken. Weil die Ausländer sagen, das geht ja nicht über iPad, ich habe das zusätzlich und so weiter. Nee, der einzige Weg ist es wirklich konsequent durchzuziehen. Spätestens seit iOS 11 können Sie mit dem Ding auch wirklich iPad-only im Vertrieb arbeiten. Auch so praktische Kleinigkeiten noch. Ich habe hier so eine Tastatur dran an diesem Ding. Das ist hier ganz praktisch, weil es so für mich jetzt nur so schräg steht als Redner. Im Außendienst, viele Außendienstler hassen mich, zumindest die ersten drei Monate. Weil die Frage ist einfach, wo ist meine Tastatur und wo ist meine Maus? Sag ich, gibt es nicht. Sondern eine Maus zum Beispiel, also für mich, eine Maus ist zu einer Zeit erfunden worden, wo man noch nicht auf Bildschirm hochtasten konnte. Ich vergleiche das immer so mit, Sie brechen sich ein Bein und Sie laufen mit einer Krücke rum. So, jetzt ist es dann wieder in Ordnung, aber Sie laufen weiter mit der Brücke rum. Da sind Sie eben ein bisschen langsamer, als wenn Sie sagen, vielleicht nehme ich mal das Gewohnte weg und sage mal, ich kann da jetzt direkt auf den Bildschirm umpassen. Nummer eins. Nummer zwei, Tastatur. Geben Sie mal einem dreijährigen oder vierjährigen Kind ein iPad in die Hand, es fragt nicht nach Tastatur oder Maus. Meiner Schwiegermutter haben wir so ein Ding in die Hand gedrückt, die hat vorher nie mit dem PC, kam nicht klar.
Die hat das iPad in die Hand genommen, die skypt jetzt mit ihrer Enkelin, die macht ihre E-Mails, die druckt alles aus. Also ich sag mal, Menschen, die noch nicht Windows versaut sind, ich sage das jetzt mal so bewusst, und ich kenne das, also ich kenne auch Grün, ich kenne bernsteinfarbene Bildschirme, wir haben uns halt einfach an den gewöhnt. Also das ist, ich sag mal, nur das ist, fällt uns halt manchmal schwer, Dinge wieder zu entlernen. Und da ist einfach so der Punkt, wo man sagt, okay, kann man vielleicht mal Dinge ein bisschen anders angucken und eben bei Tastaturen beispielsweise gibt es nicht, weil dann baut ihr euch wieder die Pseudo-Laptops. Weil ich sage, das Ding muss flach auf dem Tisch liegen und das ist ein großer Vorteil gerade im Vertrieb, weil dann habe ich eben nicht diese Barriere und dann habe ich diesen natürlichen Formfaktor eines Prospektes, bin aber so multimedial wie mit einem entsprechenden PC. Wenn Sie Außendienstler haben und die arbeiten mit iPads oder die überlegen, sie überlegen mit iPads zu haben, gibt es jemanden dabei, der Außendienstler mit iPads oder der überlegt, iPads irgendwie was zu machen? Ich quäle die immer, die müssen das Ding auch über Kopf bedienen können. Dafür hassen die mich nochmal. Weil ich sage, es gibt im Vertrieb sehr häufig Situationen, wo ich auf der einen Seite des Tisches sitze und mein Kunde sitzt eben zu zweit auf der anderen Seite des Tisches und wir sitzen nicht nebeneinander, sondern wir sitzen gegenüber. Lege ich jetzt dem Kunden, entweder verstecke ich mich hinter dem Ding oder lege ich ihn das so hin, dass er es nicht gucken kann? Nee, sondern es muss über Kopf geübt werden. Und das sind so die praktischen Dinge, die man eben da auch wieder macht. Dann, wenn man das eben vernünftig macht, dann kriegt man da einfach Speed auf die Backe. Und ich gebe Ihnen mal so ein paar Beispiele, was heute mit Technik schon möglich ist. Das ist aus einem Video, was auf einer Salesforce-Konferenz von Coca-Cola mal gezeigt wurde, deswegen auf Englisch, deswegen aber auch präsentierbar hier. Was die machen, und das hassen Außendienstler, die machen jedes Mal, wenn wir draußen sind, eine Potenzialanalyse. Das heißt Red, Ripe Execution Daily, dafür steht Red, die machen einen Red Score. Das heißt, die mussten früher rausgehen und mussten eine Hakelliste ausfüllen, solange wie viel Prozent Coca-Cola ist da drin, wie viel Red Bull, wie viel Ayran und so weiter. Das hat zwei Zwecke gehabt. Zum einen ist es beim Coke, dass sie eine gewisse Fremdproduktquote drin haben dürfen, also eine Vertragsprüfung. Punkt Nummer zwei war der nächste Schritt natürlich, zu überlegen, okay, wenn du da Red Bull hast, Coca-Cola hat Monster als Produkt, könnte man sich mal darüber unterhalten. So, das ist so das Erste. Das haben die gehasst. Was machen die heute? Das ist smarte Nutzung von Technik. Heute geht der Außendienstler mit seinem iPad dorthin. Die haben also iPads. Und das machen die, die fotografieren mal eben den Kühlschrank vom Kunden. Und dann sagt ihnen das iPad automatisch, welche Produkte da sind. Weil die sind mittlerweile so weit, dass du da nicht mehr auf Hakenliste arbeiten musst, sondern das errechnet die Kiste automatisch. Mit der ziemlich guten Genauigkeit, dann wissen die so und so viel ist da drin, so und so viel ist da. Erster Schritt. Zweiter Schritt ist, dann kommt ein Vorschlag aus der Kiste, über was unterhältst du dich jetzt? Coca-Cola hat nicht nur das, was wir als Coca-Cola kennen, sondern die haben ein wahnsinnig breites Sortiment. So, und es gibt unterschiedliche Erfolgswahrscheinlichkeiten, über was rede ich jetzt? Das heißt, die Kiste sagte mir jetzt, du solltest jetzt idealerweise über wem Kunden jetzt über Bio reden, über das neue Wasser beispielsweise. Und jetzt geht es noch einen Schritt weiter. Jetzt kommt dann, wenn er darauf tippt, sagt er, darüber solltest du sprechen, dann kommt die gesamte Verkaufsargumentation. Und das ist das, was der Kunde sieht. Also, und dann gibt es noch einen internen Modus, da kann er mal kurz zur Seite wischen. Und was er dann sieht, ist die Einwandsbehandlung, weil die sammeln nämlich regelmäßig, was sind so die typischen Sachen, die den Außendienstlern um die Ohren fliegen und die besten Antworten daraus. Und die haben die halt in dem Moment zur Verfügung, wo sie sie brauchen. Also ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Vertriebstrainings habe ich gemacht. Und in dem Moment, wo du eben den Einwand hast, dann sagst du, stimmt, das war doch irgendwie mal ein Vertriebsgespräch. Und spätestens, wenn man umzieht, merkt man, oh, da war doch noch dieser schöne Ordner, der so von hinten ein bisschen verstaubt ist, von links und rechts noch ganz neu ist, vom letzten Vertriebstraining, wo wir alles gesammelt haben. Und ich erlebe das in vielen Unternehmen, natürlich nicht bei Ihnen, da ist viel Wissen in irgendwelchen Vertriebsseminaren erarbeitet worden, in irgendwelchen Ordnern drin, aber es ist nicht da, wo es gebraucht wird, nämlich beim Kunden in der Situation. Und dann macht Technik Sinn. Und das kann Technik heute leisten, dass sie in dem Moment, wo sie Informationen brauchen, die relevante Information für den Vertriebler da ist. Und der dann halt sagt, okay, und auch selbst ein Vertriebler, der das Produkt noch nicht verkauft hat, dann kann der halt mal kurz gucken, Mensch, jetzt hat der Kunde irgendwie gesagt, so, boah, das ist aber ganz schön teuer, oder was soll ich, da gibt es ein anderes Produkt von Granini, das finde ich viel besser. Und dann, den Einwand hat er vielleicht selber noch nicht, dann guckt er mal kurz und dann findet er einen Einwand von einem Kollegen mit einer pfiffigen Erweiterung. Das ist Intelligenz. Und das ist eben zu sagen, mach den Außendienstler möglichst leicht und nutze Technik eben im Sinne von erst hirnentscheidender Technik. Und dann, wenn der sagt, okay, der kriegt so einen Kühlschrank beispielsweise,
dann kann auch heute der Außendienstler, und ich habe das zu Hause mal gemacht, bei mir schon eben so einen Coca-Cola-Kühlschrank platziert. Das ist das Stichwort, haben Sie alle sicherlich schon mal gehört, Augmented Reality, die Idee, eben echte Elemente, die man in der Kamera hat, zu überlagern mit virtuellen. Das heißt, Sie können einfach sagen, okay, den Kühlschrank willst du haben oder den Kühlschrank willst du haben, und dann hält man das eben drüber. Und dann kann sich der Kunde eben vorstellen, welchen Kühlschrank möchte er haben. Die Dinger sind mittlerweile so gut kalibriert, dass der sogar automatisch misst, ob der Kühlschrank da reinpasst oder ob der doch 2 Zentimeter zu breit ist. Und jeder, der irgendwo mit technischen Geräten am Kunden zu tun hat, weiß, dass das ein Wahnsinnsrattenschwanz ist, wenn das bestellte Gerät nicht reinpasst. Das kann Augmented Reality mittlerweile. Der Kunde kann sich vorstellen, und was die eben heute machen, die sagen, das ist der Kühlschrank, dann kommt gleich eine vorgeschlagene Erstausstattung der Bestückung, da kann er dann noch ändern und vorschlagen und sagt, das ist die Bestückung. Dann drückt er auf den Knopf und innerhalb von 24 Stunden ist das Thema da. Und da muss er eben früher, musste er dann nochmal vor und nach machen für den Kühlschrank. Er musste eine separate Produktbestellung machen und heute eben alles in einem System Produktbestellung drin. Das Ganze übrigens in einer, wie ich finde, sehr intelligenten Struktur. Salesforce, was mir zu überlegen, hat Salesforce einen Einsatz von Ihnen? Also gibt es hier immer schon Salesforce, das im Unternehmen ist. Salesforce ist ja vom Grundsatz her ein tolles System, finde ich auch. Einer der Haken von Salesforce ist, dass es von der Grundstruktur erstmal ein reines Online-System ist. Also Sie müssen erstmal online sein. Was die Jungs verstanden haben, ist, das so anzupassen, dass es hybrid nutzbar ist. Also ich bin ein großer Freund davon, gerade im Außendienst Systeme zu haben, wo Sie eben, wenn Sie keine Internetverbindung haben, eben offline arbeiten können. Und in dem Moment, wo das System eine Internetverbindung hat, synchronisiert sich das automatisch. Also klassisches Beispiel, gar nicht weit weg von hier, Union Investment ist ein Kunde von mir. Vodafone Sendemast auf dem Dach im Frankfurter Bankenviertel. Beste Voraussetzung, ich bin drin, offline. Strahlt so, auf der anderen Straßenseite habe ich wieder Netz. Und haben Sie vielleicht auch schon erlebt, auf dem Parkplatz haben Sie noch Netz, wenn Sie mal Kunden sind, haben Sie keines mehr. Also das ist dann der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Und er rechnet eben hier genau, was ist der sogenannte Score, was ist das, was die höchste Wahrscheinlichkeit ist oder auch die Entwicklung, zu sagen, wird der besser oder wird der schlechter. Weil das Wichtige ist gar nicht der Stand. Das Wichtige ist, wie entwickelt sich das. Nimmt der mehr Fremdprodukte rein oder wird die Coca-Cola-Quote eben besser? Das ist das, was für die relevant ist. Und die gehen jetzt auf den nächsten Schritt. Nächsten Schritt ist Einstein. Was Sie mir haben schon mal gehört, Salesforce Einstein. Wenn Sie es nutzen, Salesforce, wird schon mal gehört. Das ist der neueste geile Scheiß von Salesforce. Was die machen, ist künstliche Intelligenz zu integrieren in die Maschine. Und was machen die? Die gucken sich an, hier Daten, die Sie haben, und zwar sagen, ich habe hier einen Kunden und von dem Kunden habe ich Daten. Aus dem Customer Relationship Management System habe ich Daten. Ich habe aus meinem Outlook-System, aus dem Kalender Daten. Ich habe aus meinem E-Mail-System Daten und ich habe aus Facebook, aus LinkedIn, aus Twitter, aus Social Media System habe ich Informationen über den Kunden. Und dieses System ist mittlerweile so intelligent, dass es in der Lage ist, dass ein Außendienstler morgens sein Dashboard aufmacht und auf Basis dieser 4 Informationssäulen, die Sie gerade gesehen haben, ein Vorschlag kommt, welche Kunden solltest du heute besuchen, weil du dort die höchste Abschlusswahrscheinlichkeit hast, auf Basis dieser Informationen. Punkt Nummer 2 sagt dieses System, ich schlage dir sogar noch vor, ob du den persönlich besuchst, ob du den anrufst oder ob du ihm eine E-Mail schreibst. Wer hatte die Daten, der weiß, was ist am erfolgsversprechendsten. Und wenn der sagt eine E-Mail, dann kommt sogar noch ein Textvorschlag. Und ich habe diese Textvorschläge gesehen, da fliegen ihm die Schuhe weg. Da kommen E-Mails raus, zu sagen, Mensch, ich habe gerade gesehen, Sie haben letzte Woche auf dieser Messe, haben Sie Ihr neues Produkt und so weiter haben Sie vorgestellt. Wir haben uns ja vor 3 Monaten genau über dieses Thema unterhalten, dass Sie das auf der Messe machen wollen und dass wir uns danach auch unterhalten wollen. Außerdem habe ich gesehen, dass Ihr Wettbewerber gerade ein ähnliches System hier vor 3 Wochen präsentiert hat. Wollen wir uns da nächste Woche oder übernächste Woche darüber unterhalten? Also, als ich so das erste Mal gesehen habe, sage ich, boah, ich sehe wenige E-Mails von echten Vertrieblern, die die Qualität haben. Jetzt oft so das Thema, dass es gibt 3 Gruppen von Vertrieblern. Es gibt, glaube ich, in jedem Unternehmen, bei Ihnen gibt es nur Superstars, klar, aber ich kenne viele Unternehmen, da gibt es 3 Gruppen von Vertrieblern. Es gibt die Superstars, die sind total klasse,
Es gibt die absoluten Vollpfosten. Ich bin da ab und zu mal ein bisschen krass, aber so merken sich das leichter. Und es gibt so die breite Masse. Und das ist so das, was man in den meisten Unternehmen hat. Die absoluten Superstars sind, die lieben das. Die sagen, wie geil ist das denn? Ich kann noch erfolgreicher werden. Ich habe noch mehr Tools, noch mehr Möglichkeiten zu teilen. Ja. Die Vollpfosten haben Angst davor, weil die sagen, scheiße, jetzt merkt da einer, dass ich irgendwie so nicht so der High-Performer bin. Die haben Angst davor. Und die Mittleren, das sind die, da hat man immer die Gefahr dabei, dass die entweder von der einen Gruppe oder von der anderen Seite so im Sinne von der faulen Ente angeklickt werden. Und das ist eine ganz wichtige Führungsaufgabe, hier sehr klar und sehr konsequent zu sein. Jeder kennt wahrscheinlich dieses Prinzip GIGO, Garbage in, Garbage out, so bei dem Thema IT. Typisches Thema beim CRM, also Customer Relationship Management. Viel schlimmer finde ich das NINO-Prinzip, was ihr das schon mal gehört habt. Nothing in, nothing out. Also ich erlebe es eher so, dass der klassische Vertriebler erwartet, dass alle seine Kundeninformationen wie von Zauberhand im CRM-System sind, aber was einzugeben ist eher so, kann man eben nichts machen. Und deswegen hat beispielsweise, weil Coke das Problem erkannt hat, hat gesagt, okay, weshalb muss ich denn den Außendienstler quälen mit Hakenlisten, wenn die Technik heute schon soweit ist, solche Informationen automatisiert aufzunehmen? Also ein ganz, ganz wesentlicher Ansatzpunkt, weshalb viele CRM-Projekte scheitern, weil die Außendienstler keinen Bock haben, sowas einzugeben. Und ich weiß, wo ich spreche, selber Vertriebler. Ich habe doch keinen Bock, da irgendwie Gerümpel einzugeben. Also mach's doch möglichst leicht, dass eben auf Basis der vorhandenen Daten, und jeder Vertriebler hasst das, Daten einzugeben, die im System eigentlich schon drin sein müssen. Das sage ich jedes Mal, sagen wir, ihr Vollspack, was aus dem Innendienst kriegt, das nicht mal sauber gerade gedeckt. Ich war übrigens auch bei Chivo mal für 2 Jahre für den Indienst verantwortlich, also ich kenne auch die andere Seite. Das war so die Führungsverantwortung, wo ich gnadenlos gescheitert bin. 22 Frauen, die haben mich geführt. Also das war so, da habe ich gelernt, wie Führung nicht funktioniert. Also auch wunderbar, also wo ich immer sage, man muss aus seinen eigenen Fehlern am besten lernen. Das heißt hier, und dieses Thema künstliche Intelligenz ist kein Thema Science Fiction, sondern es gibt heute schon Systeme, dieses Thema Einstein ist gerade im Rollout. Es gibt heute Systeme, wo sie die Technologie schon haben, wo sie den Menschen nicht ersetzen, sondern wo sie ihn sinnvoll ergänzen können. Und das heute zu einem Bruchteil der Kosten, die es früher möglich war, da brauchen Sie jetzt nicht unbedingt so ein IBM Big Blue dafür, so den Watson, das geht auch sogar schon vieles mit iPad und mit kleinen Mechanismen. Viele Standardanbieter bieten sowas auch. Und da tut sich was. Und das führt mich zum nächsten Punkt, wo ich sage, was ist denn eigentlich Digitalisierung? Und ich erlebe, dass bei vielen Digitalisierungen, finde ich, völlig falsch verstanden wird. Also die meisten verstehen unter Digitalisierung im ersten Schritt erstmal, ich mache halt statt in einem Strombereich, also das heißt, Sie sind der Gastgeber. Es gibt ja eben in der Branche Menschen, die sagen, ja, ich habe halt einen digitalen Stromzähler, jetzt bin ich ein digitaler Versorger. Sage ich, okay, also da gibt es so ein ganz spannendes humoristisches Video, was mir neulich mal ein Versorger gegeben hat, den interessiert, den kann ich gerne liefern. Vielleicht ist das eine Stufe, aber nicht die endgültige. Wer kennt Number 26 oder N26, so eben Girokonto sicherstellen? Hat jemand schon mal ein Konto bei denen eröffnet? Also schon mal gemacht? Jemand? Ja, cool, oder? Also ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, als unsere Tochter ausgezogen ist. Also wenn ich sie nicht unter anderem vor Prügelstrafe dazu gezwungen hätte, beim genossenschaftlichen Institut, weil ich halt viel bei Fuchs Rheinland und Banken arbeite, ein Konto aufzumachen, vielleicht hätte ich es auch so gemacht, weil sie gesagt, wieso soll ich zur Bank? Wieso muss ich da postident, wieso muss ich da irgendwie nochmal zu irgendwelchen Öffnungszeiten dann hinwackeln und mich da identifizieren? Ich habe es mal live gemacht und das empfehle ich jedem mal einfach live mal mitzumachen. Ich habe das bei mir zu Hause im Arbeitszimmer und ich habe einfach mal am Samstagnachmittag einfach mal ein Konto eröffnet bei N26. Und es hat nicht 7, sondern 8 Minuten gedauert oder 9 Minuten, lag aber daran, dass ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich meinen Personalausweis da richtig in die Kamera gehalten habe. Aber letztendlich sind sie dann 8 Minuten durch und das Thema ist erledigt. Fall ab. Das heißt, dann habe ich eben sofort ein Konto, wo ich sofort darauf verweise. Und das ist intelligent gedacht, wo ich sage, okay, was löse ich denn für Themen? Mehr Verkaufen und Abläufe, genau das Thema. So, das heißt, das Ding, weshalb ist denn Apple so erfolgreich? Natürlich ist es ein Lifestyle-Produkt, völlig klar. Also, und wir treffen keine rationalen Entscheidungen. Brauche ich hier in dem Rahmen, glaube ich, nicht irgendwie das versuchen zu erklären, das wissen Sie alle. Weshalb sind diese AirPods und die Kopfhörer weiß?
damit jeder sieht, ich habe so ein Handy, was Leute haben, die Dell ins Universum hauen. Das ist die Idee, das heißt, der Device, jeder ist stolz darauf, dass er eben halt so einen coolen Apple hat. Selbstverständlich. Ein wesentliches Element darüber hinaus ist aber, dass die Dinge einfach sind, Komplexität reduzieren. Und das ist genau das Thema. Es ist halt super simpel und einfach und bequem. Und es gibt viele Studien, ich bin viel im Fintech-Bereich unterwegs. Das Thema Kontoführungsgebühren ist überhaupt nicht relevant, sondern die Frage ist zu sagen, okay, wie komfortabel ist das denn? Wie leicht ist es denn, Kunde zu werden? Wie leicht ist es, Kunde zu bleiben? Das macht Sinn. Zweites großes Thema ist Vernetzung. Navis kennen wir alle, also die sind noch relativ dumm, weil die werden immer intelligenter, mittlerweile sehe ich schon die Blitzer, spart man auch Geld, finde ich mal super, wenn ich eben sehe, wo sind auch die mobilen Blitzer. Die nächste Stufe ist, dass eben ein Auto, was auf ihrer Strecke 300 Meter vor ihnen eben in ein anderes Auto reingefahren ist, was sie noch nicht sehen, weil da noch zwei LKWs dazwischen sind, dass das an ihr Bordcomputer meldet, fang schon mal an zu bremsen, weil das wird eng. Das ist eine intelligente Vernetzung. Das ist die Richtung, in die das ganze Thema reingeht. Wenn Sie das Thema Tesla angucken, viele sagen immer, boah, wie kann so ein Auto in so einen weißen LKW reinlaufen? Natürlich, es wird durch autonom fahrende Systeme wird es Unfälle geben, die Menschen nicht gebaut hätten. Also ein Mensch würde nicht irgendwie mit dem Auto in so einen weißen LKW reinfahren. Nur wenn Sie gucken, was sind eben 90% aller Unfälle, das sind erstmal die Aufbauunfälle, weil wir einfach gerade aufs Handy geguckt haben oder eben zu dösig waren, schnell zu bremsen. Und das ist ein System, da ist ein Computer signifikant besser als die Menschen. Also es werden andere Unfälle kommen, aber weniger. Und ich weiß nicht, ist jemand aus dem Versicherungsbereich unterwegs? Also jeder weiß möglicherweise, also das ganze Thema Versicherungen, die müssen sich natürlich Gedanken machen über andere Geschäftsmodelle und Strukturen. Nicht nur in anderen Geschäftsmodellen und Strukturen, auch die Frage, brauche ich überhaupt noch Banken? Also wenn ich gucke, ich gehe auf der Bank, kriege ich keine Zinsen, ich muss sogar Geld zahlen, wenn ich heute was einlegen möchte. Und auf der anderen Seite ist es als Unternehmer teilweise immer noch schwierig, unbürokratisch Geld zu bekommen. So, was haben die erkannt als eine der vielen Plattformen? Ich bringe einfach Angebot und Nachfrage in einer Form zusammen, die einfach sehr einfach ist. Wenn Sie diese Plattform angucken, Lending Club, international eine der erfolgreichsten Plattformen, hochprofitabel, hochspannend. Nächstes Thema, was uns Technik ermöglicht, ist anders und intelligent zu kommunizieren mit Kunden. Und vielleicht wird nicht in Zukunft der Roboter mit ihren Kunden kommunizieren. Das ist vielleicht noch ein Stück weit weg. Und weiß nicht, wer schon mal dieses Japan-Roboter-Hotel gesehen hat, also gab es mal eine Welt der Wunder-Episode, also mal ganz interessant, wer es noch nicht gesehen hat, gucken Sie es mal an. Nur schauen Sie sich mal das Thema Fluggesellschaften an, es gibt die ersten Fluggesellschaften, jetzt sagen Sie, Moment mal, bin ich da mit dem iPad irgendwie draußen oder mit dem PC? PC ist immer schwierig. iPad wird auch schwierig. Das nächste Thema ist Wearables, das heißt, im ersten Schritt sagen Sie, naja, also ich weiß nicht, ob ich mich als Kunde damit wohlfühle, wenn da jemand eine Brille auf hat, eine Kamera oben drüber und so weiter, das irritiert mich eher. Und die Technik ist ja heute schon einen Schritt weiter, also das gibt es ja heute schon, dass Sie Kontaktlinsen haben, wo Sie die Dinge entsprechend drauf projizieren können. Gibt es im medizinischen Bereich, also diejenigen, die mit dem Thema Blutzuckerspiegel zum Beispiel Probleme haben, es gibt heute schon Kontaktlinsen, die messen über die Augenflüssigkeit den Blutzuckerspiegel, das heißt, ich muss nicht pieksen, sondern ich habe das eben über die Linse, das war der erste Ansatzpunkt einfach im medizinischen Bereich, weil man über die Tränenflüssigkeit relativ viele Sachen schon im Körper messen kann, aber eben über einen Customer Service zu sagen, okay, wie interagiere ich denn? Und das heißt, das ist heute schon eine verfügbare Technik, wo ich bin Kontaktlinsenträger, ich hoffe, das jetzt nicht eine Kontaktlinse drin zu haben. Es gibt die auch nicht nur in verschiedenen Farben, sondern die können sich durchaus auch schon einblenden lassen. Das ist nicht so Matrix Reloaded, gibt es schon, habe ich schon drin gehabt, solche Systeme. Da haben sie eben dann virtuell eingeblendet, so wie im Head-Up-Display, so wie eben so eine Brille, wo sie die Informationen eben eingeblendet haben. Und wenn ich dann in der Fluggesellschaft beispielsweise bin, dann sehe ich halt, da sind eben auf 32D, wer sitzt denn da? Und dann kann ich den oder diejenige mit Namen ansprechen, ich sehe, ist das vegan, ist das nicht vegan, was will der oder diejenige haben. Das heißt, ich habe kundenrelevante Daten. Dann wieder, da schließt sich der Kreis wieder, Kundeninformationen in dem Moment da haben, wo man sie braucht, wo sie relevant ist. Da macht das durchaus Sinn. Es muss nicht immer mit der Kamera sein, kann aber sein. Jetzt habe ich eine schlechte Nachricht für Sie. Kein Mensch braucht Apps. Und kein Mensch will Apps. Wenn Sie sich die Studien angucken, 90% aller Apps werden zweimal aufgemacht und dann nie wieder. Es gibt pessimistische, die sagen, es ist noch viel schlimmer.
Und wenn Sie mal nach China gucken, was mit WeChat läuft, das ist eine Entwicklung, die Sie auch in den USA gerade sehen, immer mehr Transaktionen, wo wir denken, wir brauchen eine App dafür, laufen über Messenger. Weil wo sind die Leute meistens drin? Auf ihrem Handy, was ist die Applikation, die überall drauf ist? Das ist WhatsApp im Regelfall. So, das heißt die Zukunft, und das ist durchaus auch nicht nur einer der Gründe, weshalb Facebook WhatsApp gekauft hat, weil die sagen, die Zukunft ist so, dass die Leute sagen, ich habe doch keinen Bock mehr für jeden Pizza-Service, dort eine eigene App zu installieren, für Lieferando, für Foodist, für meinen Pizza-Service, sondern ich habe mein WhatsApp und darüber kann ich eben ganz normal halt meine Sachen alle bestellen. Über WeChat in China, die sind dann eine ganze Ecke weiter, da wird bezahlt wie Mutter, da werden eben Pizzas bestellt und so weiter. Die schlechte Nachricht ist, das schaut für alle gleich aus. Also das Thema Branding ist dann Herausforderung. Die Frage ist natürlich nur, okay, wenn ich Branding bringe, dann muss die App aber auch so geil sein und so nutzenorientiert sein, dass ich dann sage, dann nutze ich sie auch wirklich. Dann ja. Aber 0815 geht nicht mehr. Und man muss eben gucken, natürlich fänden wir das ganz toll, wenn die Kunden immer mit unserer App arbeiten und nicht über eine Messaging-Plattform, wo ich keine Kontrolle darüber habe. Das Problem ist nur, wenn die Kunden alle, sie können auch sagen, ich finde eben halt Threema viel geiler oder iMessage. Aber wenn der Markt sich halt für WhatsApp entschieden hat, sorry, dann musst du irgendwie da sein, wo der Markt ist. Und ich habe es neulich erlebt, ich war in Karlsruhe am Bahnhof, habe mir kurz ein paar Kopfschmerztabletten aus der Apotheke geholt, dann hatten die neben der Kasse so ein Schild vorbestellt per WhatsApp. In der Apotheke. Wo ich sage, das fand ich ziemlich smart. Dann habe ich den Apotheker mal gefragt, sag mal, wie läuft denn das? Sagt er, wie geschnitten Brot. Die Leute finden es total klasse, weil WhatsApp habe ich hier auf und was, super, ich muss da nicht irgendwie auf eine Seite gehen und so weiter. Ich kann über WhatsApp kann ich Vorbestellungen machen bei meiner Apotheke. Der Überbegriff ist das Thema Conversational Interfaces. Und wir gucken uns mal an, so ein Beispiel, was können diese, auch diese Chatbots, also diese automatisiert, was kann man damit machen? Wir gucken uns mal ein Beispiel, haben wir einen Steuerberater mit dabei? Also haben wir einen Steuerberater mit dabei, ich mache viele in Dativ, also deswegen kenne ich die Branche recht gut. Also so könnte zum Beispiel eine Steuererklärung in Zukunft ausschauen. Hi, I'm Emmy. Every year I enjoy doing my taxes. It's so expensive and always takes forever. This year we're different. I'm using Sadaf. Forget the lines and Medicaid with the tax card. For just $20, I'm handing out your taxes to a pro, and I can do it all on my phone. I text with Sadaf, and in the time it takes to get my copy, I have all the info I need to do my taxes. Next, I take photos of my documents. I just snap them, and my part is done. Sadaf takes it from here and takes it to work, searching for every deduction and credit I deserve, instead of wasting my time in an office. I get to sit back and relax while someone else searches for numbers. They didn't find it, so I know that I'm right. I just review and approve, and my refund is on its way. Ta-da! Oh. I just got my taxes done for $20 on my way to work. Now all I have to worry about is how to spend my refund. Hand out your taxes to a pro for $20 with Sadaf. Coole Zukunftsvision, oder? Gibt schon seit 2015 in den USA. Also wir unterhalten uns hier nicht über irgendwas, was in 5 Jahren mal die fancy sein wird, sondern was es schon seit über 2 Jahren in den USA allein gibt. Natürlich ersetzt das jetzt nicht die Konzernrechnungslegung meines ehemaligen Arbeitgebers Schibo. Das ist schon ein bisschen komplexer. Nur wenn ich, wenn ich jetzt Betreiber eines Lohnsteuerhilfevereins wäre, dann würde ich mir zumindest mal ein bisschen Gedanken darüber machen, ob ich da vielleicht, ich sag mal, so Technologie idealerweise nutzen würde. Du hast ketzerischerweise gerade darüber nachgedacht, dass 80% aller Steuergesetze und Verordnungen deutsch sind. Ja. Das ist natürlich eine Herausforderung an Komplexität. Ja. Absolut, und ich bin ja am kommenden Samstag auf dem Barcamp der DATEV in Nürnberg, wo wir das auch ganz intensiv diskutieren. Also die DATEV ist auch sehr klar auf dem Weg, dass die sagt, der Steuerberater der Zukunft ist nicht mehr derjenige, der Belege reinklopft und der bucht. Also ich sage ja immer so, buchen kann auch ein Inder. Der nächste Schritt ist, buchen tut ein Computer. Also da brauche ich keinen Steuerberater mehr dafür. Das ist der nächste Schritt, der schon da ist letztendlich. So, die Frage ist nur eben zu sagen, okay, bin ich ein Sparingspartner, der mein betriebswirtschaftlicher Begleiter dabei ist in der steuerlichen Gestaltung, dann macht das Sinn, ein Steuerberater draus zu sein. Und dann kann ich Technik nutzen, um mit den Leitscheiß von der Hand zu halten. Und dann gibt es einfach definierte Übergabe.
Das ist das meiste, was wir gesehen haben, ist gar kein Mensch mehr dabei. So, wenn es dann komplexer ist, dann geht es in den Cut-off. Was Sie vorhin gesehen haben, wo ich mit dem Roboter drauf war, das war aber der Innovationspart, der COM, der Fiduciarkehr, die Rechenzentrale der Volksreifeisenbahn. Die überlegen sich eben sehr klar, auch für das ganze Thema Support intern zur Rechenzentrale. Das läuft bei denen mit IBM Watson mittlerweile, wo die sagen, so die Standarddinge, wie kann ich mein Telefon umleiten, beispielsweise, da binden die keine Mitarbeiterkapazitäten, schaffen Kapazitäten frei, dass sie da andere Dinge nutzen können. Und natürlich in bestimmten Branchen, ich bin da auch sehr froh, wenn Leute da auch sehr offen sind. Ich höre immer so diesen weichgespülten Talk zu sagen, ja, Digitalisierung wird keine Jobs fressen, die sind alle nur anders. Die schlechte Nachricht ist, Digitalisierung frisst Jobs definitiv. Wir werden in vielen Bereichen neue kriegen. Es wird aber durchaus einige Branchen geben, wo es massiv weniger gibt. Also ich kann jedem mal empfehlen, das Interview mit John Prine, dem Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank, anzugucken, was er letzte Woche gerade erst gegeben hat. Da hat er sehr klar gesagt, wir werden bei der Deutschen Bank signifikant weniger Personal durch Digitalisierung brauchen. Ich bin da auch sehr dankbar, dass er da so klar ist und ich finde, da muss jeder für sich einfach gucken, okay, wo kann ich in meinem eigenen Geschäftsmodell oder eben über neue Geschäftsmodelle nachdenken, zu sagen, wo kann ich in Zukunft Wachstum generieren. Und so ein Thema auch Conversation Interface, Sprachsteuerung. Was sind jetzt so eine Alexa zu Hause, so ein Echo? Also wie sind so Ihre Erfahrungen damit? Es macht auf jeden Fall Spaß. Funktioniert, oder? Weil ich schon sagen muss, so wie die erste Zeit saßen wir dann auf der Couch. Sollen wir jetzt für die Bankgeschäfte mal ins Nebenzimmer gehen? Ja, genau. Das ist wirklich eine Taste, die man im Wohnzimmer ausstellen kann. Das ist manchmal auch gar nicht doof. Aber wenn man sich guckt, die Dinge sind mittlerweile ziemlich intelligent. Und wenn Sie meinen, Apple ist da die intelligenteste. Also ich habe vor kurzem eine Studie gelesen, vor 15 Tagen. Es gibt in China ein Institut, die machen regelmäßig Intelligenztests von eben Siri, von Amazon Echo und so weiter. Also die schlechte Nachricht, Siri ist die dümmste von allen. Also die ist so auf dem Level eines 6-Jährigen. War letztes Jahr auf dem Level eines 2-Jährigen, Google ist schon auf dem Level eines 14-Jährigen, Amazon auf dem Level eines 16-Jährigen. Und was interessant ist, es geht exponentiell von der Geschwindigkeit. Also da tut sich eine ganze Menge und da auch mal wirklich zu ermutigen, probieren Sie die Dinge einfach auch mal aus, machen Sie die auch mal selbst. Also ich habe mir so ein Ding eben auch zu Hause geholt. Ich habe mir jetzt diesen Echo Show bestellt, da habe ich noch einen Bildschirm dazu. Ich freue mich schon, wenn ich dann eben mit der Schwiegermutter beispielsweise oder mit meinem Vater, die nicht bei uns in der Ecke wohnen, dann eben darüber ganz entspannt kommunizieren kann. Also Technik kann auch dazu dienen, durchaus das Leben leichter zu machen. Und was man beim Echo Show sieht, wenn Sie von, Sie kennen das von der Alexa, sich die Fußballtabelle vielleicht, weil Sie auch so Fußball begeistert sind, die wenigsten Frauen sind es, ich aber auch nicht. Aber wenn sich zum Beispiel Fußballergebnisse vorlesen lassen, die Tabelle, also spätestens nach der dritten, weiß ich nicht mehr, was das Ergebnis von der ersten Partie war. Da macht es dann viel mehr Sinn, rein zu quatschen und ein visuelles Feedback zu bekommen. Das heißt, die Zukunft ist eine Kombination auch. Weil es nervt einfach, wenn die Tabelle dann zu lange sammelt, so, da will man einfach schneller lesen, aber eben manchmal reinsprechen, also aus der Kombination. Und so entsteht ja auch Innovation durch die Kombination von verschiedenen Medien. Und das Intelligente ist, es gibt es ja heute schon. Und ganz wichtig, wenn ich das Thema IT-Strategie angucke, ich habe vorhin gesagt, die meisten setzen sie eben ohne Hirn ein. Und wichtig ist, sich einfach bewusst zu sein, die EDV hat drei Zwecke. Der eine Zweck ist einfach, schneller zu sein. Der zweite Zweck ist, besser zu sein. Und der dritte Zweck ist, Kohle zu sparen. Das sind die drei Zwecke. Wenn IT das nicht erfüllt, dann haben wir ein Problem. So wie Vertrieb verkaufen muss. Also das ist so, alles andere ist nice to have. Und so muss IT nicht diese Dinge leisten. Und deshalb eine gute IT-Strategie sagt eben entweder, ich unterstütze die Wertschöpfung oder schaffe erst die Möglichkeiten für neue Geschäftsmodelle. Ich automatisiere Standards oder ich mache eben Commodities wie Drucker, das ist in der Ecke einfach. Und ich glaube, jeder von Ihnen hat schon mal dieses Modell der Balanced Scorecard gesehen. Das ist kein neues Modell, es ist uralt. Ich finde es aber total gut, wenn man es richtig versteht. Und die wenigsten haben es verstanden. Das, was ich empfehle, der es noch nicht gelesen hat, sind eher die Bücher Strategy Map. Da haben nämlich Capital Norton verstanden, was war einer unserer größten Fehler. Die Grundidee war ja gut. Die haben gesagt, wenn ich ein Unternehmen nur nach Finanzkennzahlen steuere, dann ist es so, wenn ich Auto fahre, nur durch den Rückspiegel. Also es macht ja ab und zu auch Sinn, nach vorne rauszugehen. Hinten ist auch wichtig, deswegen Finanzen, ja, wir erweitern das um die Perspektive, dass wir sagen, Kunden, wir gucken uns Prozesse an, wir gucken uns Entwicklung an. Das war die Idee. Was Sie dann aber hinterher gemerkt haben, richtig umsetzen kann man es nur, wenn man es in der Kausalität anguckt. Nämlich die Frage, um die finanziellen Ziele unserer
Kapitalgeber zu erreichen. Also wenn Sie Kapitalgeber als Unternehmer, was erwarten die Kapitalgeber? Eine vernünftige Verzinsung. Das ist zwar unromantisch, aber so ist das nun mal. So, um das zu kriegen, welche Kunden muss ich denn eben gewinnen und halten? Um diese Kunden zu gewinnen und halten, welche Prozesse muss ich denn sauber haben und wie muss ich dieses System entwickeln? Also, Ulrich Neher hat gesagt, ich will 4 Wochen mehr Kohle. So, das heißt, damit begeistere ich meine Kunden auch, weil ich will eben darüber, weil ich in 4 Wochen früher das rauskriege. Dazu muss ich meine kompletten Prozesse ändern, wie ich so einen Kühlschrank entsprechend rauskriege. Und dazu muss ich meine IT-Systeme, aber auch meine Mitarbeiter, meine Führungskräfte entsprechend entwickeln. Und jetzt kommt der Part, wo ich sage, wir dürfen noch mal spielen. Weil der andere Weg funktioniert auch, aber bitte nur ergänzen, nämlich sich anzugucken, Chatbots, künstliche Intelligenz, das, was ihr heute vielleicht den einen oder anderen mal ins Gedanken, ins Überlegen bringt, Mensch, könnte ich mal so ein Thema Alexa mal ausprobieren, so ein Thema Chatbots mal ausprobieren. Und es gibt eben Frameworks, mit denen können Sie Chatbots heute eben 2 Stunden selber bauen. Die gibt es heute. Und dann mal zu überlegen, welche Prozesse kann ich denn damit optimieren? Also ich habe einen Kunden von mir, Transcomé, habe ich ja vorhin schon gesagt, darf ich auch drüber reden. Die haben in Berlin ein Customer Service Center. Der Leiter des Customer Service Center ist für mich einer der visionärsten Führungskräfte überhaupt. Der sagt, uns wird es in 5 Jahren nicht mehr geben. Klassisches Callcenter sagt, uns gibt es in 5 Jahren nicht mehr. So, das heißt, der guckt sich heute Technologien an und sagt, welche neue Technologien gibt es denn, die das Thema Kundenansprache, Kundenbegleitung eben optimieren können. Wie kann ich damit eben Prozesse so optimieren, dass ich Kunden noch besser ausschöpfen, noch besser begeistern kann und damit letztendlich mehr Profit machen kann. Also das heißt, man muss es von beiden Seiten aus betrachten. Und ich habe immer 2 Dinge gesagt. Die IT darf nicht nur sagen, so nach dem Motto, nee, geht alles nicht und immer nur bremsen. Und eine Führungskraft muss aber auch bis zu einem gewissen Grad sich mit dem Thema IT beschäftigen. Es kann auch nicht sein, dass ihr sagt, macht mal und ihr seid ja die Fußabtreter, sondern auch Führungskräfte müssen bis zu einem gewissen Grad ein Verständnis dafür entwickeln, was ist technisch möglich. Und da dürfen sie auch gerne sich mal ein neues iPhone holen und ja auch gerne mal studieren damit, weil Augmented Reality ist zum Beispiel etwas, was man mit dem neuen iPhone wunderbar auch mal selbst erleben kann, was auch wichtig ist, also sich Dinge einfach dort auch mal anzugucken. Und was ich ja immer dann oft höre, ist zu sagen, wir arbeiten papierlos und das Ziel ist, papierlos zu arbeiten. Ist das sinnvoll, papierlos zu arbeiten? Jetzt mal die Umweltdebatte mal ausgelassen. Ich gucke, also wenn Sie sagen, der Schreibtisch nicht Ihrer, sondern von einem Kollegen, von einer Kollegin, schaut so aus und wir arbeiten jetzt digital. Wie schaut der Schreibtisch hinterher aus? Der schreibt hinterher so aus. Und das ist noch der aufgeräumte. Also ich habe da noch ganz andere gesehen. Also der hat es noch nach Muster, noch nach ausgerichtet. Das ist noch ordentlich. Und die nächste schlechte Nachricht ist, das wird mit Mac auch nicht besser. Das ist ein Mac. Weil viele sagen, ja, Mac wird alles viel besser. Nee. Wir gewöhnen uns auch manchmal echt, ich sage es mal so ganz brutal, einen Scheiß an. Ich habe 1988 angefangen als Vertriebsassistent. Großraumbüro. Ich saß auf der einen Seite des Büros am einen Ende der Nahrungskette. Mein Chef saß auf der anderen Seite des Büros, Großraumbüro. Und ich bin da morgens eben hin und habe halt gesagt, okay, Mensch, morgen alle zusammen und so weiter. Was war neben dem Schreibtisch meines Chefs? Die Jüngeren wissen nicht davon, was ich spreche. Postkarte. So, ich habe meinen Post rausgeholt, bin wieder durchs Großraumbüro zurückgewackelt und habe angefangen zu arbeiten. So, 5 Minuten später bin ich natürlich wieder zurückgelaufen und habe gesagt, mal gucken, ob es noch einen Boss gibt. Können Sie sich vorstellen, spätestens nach dem 3. Mal hätte mich mein Chef zur Seite genommen und hätte gesagt, sag mal, ich glaube, wir müssen uns mal über deine Arbeitsorganisation reinigen. Ich habe vor kurzem eine Studie von McKinsey gelesen, heute gucken wir 168 Mal am Tag, ob wir eine neue Post haben. Wir rennen 168 Mal zur Briefkasten. Wissen Sie, wieso ich so schlank muss? Macht das Sinn? Nein. Das ist genau das Thema, wo ich dann sage, erst Film anschalten, dann Technik. Wir arbeiten manchmal mit Dingen, die machen keinen Sinn. Also ich habe vor 1,5 Jahren einen Anruf bekommen von einem mittelständischen Unternehmer und er sagte, Jekyll, Sie müssen mal vorbeikommen. Sag ich, wieso müssen Sie vorbeikommen? Ja, Sie wurden mir empfohlen. Ich sage, Dankeschön, und was ist Ihr Problem? Sag ich, ja, meine Mitarbeiter, die sagen, ich bin der digitale Dino. Ich sage, wieso der digitale Dino? Sag ich, lass mir mal die E-Mail reinstufen. Da habe ich im ersten Moment auch so wie einige von Ihnen ein bisschen geschwundelt und habe gesagt, erzählen Sie mir doch mal, wie Sie das machen.
Also, ja, wissen Sie was? Also, ich meine, Sekretärin arbeitet schon irgendwie seit 20 Jahren für mich. Die checkt morgens meine E-Mails und alles, was ich nicht brauche, löscht die schon. Alles, was sie erledigen kann, erledigt sie. Alles, was sie weiter delegiert, kann an meine Direct Reports, gibt sie weiter. Bleibt nicht mehr so viel über. Dann habe ich drei Muffins. Die eine sind Unterschriften, die alles wichtige Informationen. Die dritte würden Sie, glaube ich, als Newsletter bezeichnen. Also, ich habe da so eine Fächermappe und da gucke ich die Sachen dann halt eine Woche nach. Was mache ich, wenn ich aus der Mittagspause komme, wenn ich im Büro bin, im Suppenkoma, gehe ich dann einmal in die Posthöfe. Wenn ich unterwegs bin, gehe ich dann abends nochmal ins Büro in die Posthöfe. Wissen Sie was? Sie sind vielleicht nicht der effizienteste User Ihres E-Mail-Systems im Unternehmen. Also, da sind wir uns, glaube ich, einig, der hatte gar keinen PC. Aber Sie sind 10-mal wirksamer als Führungskraft, als die ganzen E-Mail-Junkies, die die ganze Zeit nur da am Rumeiern sind. Meine sehr geschätzte Kollegin Anita Egler, die sagte einmal, ich bin hier nicht die Postuschi. Finde ich einen ziemlich guten Ausspruch. Also, sorry an alle Damen, die Uschi heißen, ich zitiere hier Anita Egler. Und die Frage ist ja, macht das Sinn, was wir tun? Oder mal ein anderes Thema, ein Vorstand von der großen Bank sagt, Mensch, Nike, ich kriege so 400 E-Mails am Tag, können Sie mir da mal helfen, runterzukommen? Da sage ich, ja, wie machen Sie das denn? Machen Sie das, wenn Sie jetzt morgens im Büro, was machen Sie als E-Mails? Ja, machen Sie das, bevor Sie vom 22. Stock in den Keller runterlaufen, in die Poststelle, weil da ist die Poststelle, selbst die Post aufreißen und nachgucken und sortieren, oder machen Sie danach? Sagt er, das macht doch mein Sekretär. Ich so, okay, was ist jetzt der Unterschied zwischen elektronischer und digitaler Post? Also manchmal möchte ich Sie ein Stück weit auch dazu ermutigen, man muss nicht jeden Scheiß machen, wo das technisch geht. Bisschen. Also ich habe oft Räume, da bin ich der Einzige, der nicht auf WhatsApp ist. Und ich bin nicht auf WhatsApp. Und ich bin nicht deshalb nicht auf WhatsApp, weil ich sage, ich habe Datenschutzbedenken oder so, da dürfte ich auch nicht auf Facebook sein. Sondern ich habe für mich entschieden, ich habe keinen Bock, neben 200 E-Mails am Tag nochmal 80 WhatsApp-Nachrichten zu haben, wo mich Leute anrufen und sagen, wieso liest du meine Nachrichten nicht? Andere von Ihnen sagen gleich, ich bin nicht auf Facebook, weil ich das nicht sagen muss. Ich bin auf Facebook, weil ich als Vortragsredner darüber eben gefunden werden möchte. Das ist für mich ein Marketinginstrument. Also das heißt, WhatsApp ist nicht böse, sondern jeder, und dazu möchte ich Sie auch ermutigen, sowohl als Person als auch unser Unternehmen, nicht zu sagen, nur weil es Snapchat gibt, muss ich jetzt auf Snapchat sein. Für einen Adidas, für einen Puma ist Snapchat eines der geilsten Medien überhaupt, weil da ist der Zielgruppe unterwegs, die machen kurze Clips, die verkaufen darüber sogar, wie blöd. Also das heißt, die für die Zielgruppe super. Ein Anlagenbauer auf Snapchat, weiß ich jetzt nicht, ob man mal schnell ein Funkraftwerk anguckt. Facebook übrigens, weil immer sagen, wir entscheiden uns nicht auf Facebook. Also ich habe neulich auf Facebook Live, müsst ihr auch mutig, Sie können irgendwie auf Facebook Live machen. Also einfach live rumsammeln und die Welt ist dabei, geht wunderbar. Wir machen Freunde bewusst nicht live, aber es geht auch live, sowas zu tun. Und ich habe vor kurzem ein Facebook Live Session gemacht und in dieser Facebook Live Session habe ich gesagt, Mensch, gerade als Unternehmer musst du doch nicht unbedingt immer alles selbst machen. Ich habe so als Beispiel gebracht, so ein Ralf Winterhalter, hat vielleicht der eine oder andere mal gehört, Winterhalter Schultechnik, Weltmarktführer in dem Bereich, Milliardär, also die haben so ausgesorgt über Generationen. Und da sage ich, so ein Ralf Winterhalter, der ist das Frontschwein und der macht den Kram nicht selbst und hat die Mannschaft, die das macht. Was kam unten im Kommentar in Facebook bei? Viele Grüße vom Frontschwein vom Bodensee. Und sagt er, und by the way, lass uns mal gemeinsam ein Glas Wein trinken, weil ich habe ja noch mal ein Thema, wo ich dich noch mal brauche. Also auch durchaus Entscheider, Unternehmer sind auch durchaus auch auf Facebook. Also wenn sie sagen, nee, das ist nur Spielkram, wäre ich ein bisschen vorsichtig aus. Also muss ich nicht. Und das heißt, man muss immer überlegen, auch wenn man mal guckt, wie arbeiten wir denn in der Produktion? In der Produktion arbeiten wir im Regelfall so, dass wir einfach wirklich strukturiert und organisiert arbeiten. So, und wenn wir so arbeiten würden wie im Büro, würden wir in der Produktion schon längst pleite sein in vielen Bereichen. Also das ist so, was ich mal wahrnehme. Wenn ich gucke, so arbeiten wir auf der Produktion, wenn ich mir dann so ein Sekretariat angucke, dann schaut es öfter mal so aus. Die Jüngeren wissen gar nicht mehr, was das ist. Also falls jemand neben Ihnen nicht lacht, dann können Sie mal dem oder denjenigen erklären, was die Dame da versucht hat, nachzubilden. Aber selbst wenn es nicht so krass ist, arbeiten wir doch letztendlich genauso, wie wir das schon im letzten Jahrtausend gemacht haben, in eben der Revolution. Und wenn Sie sich mal anschauen, was ich toll finde, ist eben Unternehmen wie Tempus. Wer kennt Tempus?
Also jeder, der noch nicht war, kann ich extremst empfehlen. So Jörg Lohbach, was der eben sagt, was ich total genial finde, ist, der überlegt sich halt, und das in einer sehr analogen Form, wie kann der Vertrieb führen? Und die machen so ein Zielebuch. Also normales, so ein dickes Buch, die machen einmal ihren Zielprozess. Und ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist. Ich war bei Chibu. Wir haben einmal im Jahr Strategie-Meeting gemacht mit Management und so weiter. Ich war da seit ich jung gesehen. So, das war alles natürlich hochvertraulich und geheim. Wir haben eine super Strategie ausgearbeitet, die haben wir dann hochvertraulich eben in zugeschlossenen Schränke haben wir die verwahrt, durfte keiner sehen. Und wir haben dann alle erwartet, dass sich das durch Osmose auf die Mitarbeiter überträgt. Also ist bei Ihnen wahrscheinlich nicht so, aber also zumindest damals, ich bin da aktiv beteiligt gewesen als Führungskraft. So, was machen die? Die machen so Ziele-Dings. Und am Anfang selbst kriegt jeder Mitarbeiter von jedem, inklusive angefangen bei Jörg Lohbach selbst, einen Ruf, was sind die Ziele? Da hat der einfachste Mitarbeiter weiß, was sind die Ziele des Vorstandsvorsitzenden, sind da was. Und der macht es noch weiter, wenn Sie in dem Büro und diese ganze Büro besichtigen, da hängt an jedem Schrank hängen die Ziele und da steht genau, was ist die Zielerreichung, year to date und eben im aktuellen Monat. Vollkommene Transparenz. Und wollen Sie mal das genialste Dashboard-System ever sehen? Das ist das genialste Dashboard-System. Die sagen, wir wollen im Monat für einen bestimmten Bereich 4 Tage verkaufen. Das haben die gemacht. Die haben solche Lottosäulen gemacht. Und wie schon bei den Pipeline aus. Die haben Goldfischgläser auf den Schreibtischen. Und immer wenn ich einen Auftrag in der Pipeline habe, dann kommt so ein Glas rein. Das heißt, der Vertriebsleiter sieht sofort, wie es in der Pipeline. Und wenn ich einen Auftrag mache, dann wird er unter großem Getöse und Geklatsche und Gejubel, wird er dort eingeschnitten. Also wer Wolf of Wall Street gesehen hat, so ähnlich ist das, ohne den unethischen Teil. Also da ist die Frage. Und das habe ich bei verschiedenen Bereichen. Und letztendlich ein schönes Beispiel, das muss nicht immer durch Technik sein. Sowas kriegen Sie natürlich nicht hin, wenn Sie das in der verteilten Umgebung haben. Also wenn Sie über ganz Deutschland verstreut sind, wird es schwierig mit diesen Wellen und mit den Säulen. Aber die Idee ist einfach, erst fernanschalten in der Technik mal zu überlegen, wie kann man das Ganze eben anders machen. Und das ist eben genau das Motto, wo ich sage, erst Hirn einschalten, dann Technik. Und die meisten machen es halt leider andersrum. Und das Zweite, was ich Ihnen gerne mitgeben möchte, ist zu sagen, in der Umsetzung machen Sie es eben so leicht, wie es eben hier mit dem Fifi eben auch geht, zu sagen, natürlich braucht man ab und zu das professionelle Kamerateam, aber es geht auch ab und zu einfacher. Und bei vielen erlebe ich das wie so ein Kampfchat. Total fasziniert, neue Technik, juhu, 1000 Knöpfe. Dann weißt du nicht, ja, was passiert jetzt, wenn ich auf den Knopf drücke? Wenn ich jetzt am Hebel ziehe, hebe ich dann ab oder löse ich einen Schleudersitz aus? Ja, was mache ich? Ich bleibe am Boden. Und das ist das, was ich oft wahrnehme. Und deswegen eben, natürlich kann man das alles mit Kameramails und was das nicht komplett professionell machen. Aber wenn ich jetzt mal gucke, das geht eben auch so, dass ich sage, ich habe einfach hier mein iPhone dabei, ich filme das und so weiter. Also machen Sie das Thema nicht komplizierter, als es denn dann sein muss. Wir haben vorhin das Thema Generation Y schon mal gehört. Viele sagen, die Generation Y sind diejenigen, die den digitalen Wandel treiben. Sorry für diejenigen, die dazugehören, ich halte das nicht für zutreffend. Meine persönliche Erfahrung ist, dass die Generation Y super gut ist in WhatsAppen und in Snapchatten und in schnellen Tippen auf kleinen Endgeräten, das sind super gut. Im produktiven Arbeiten sind die genauso lernbedürftig, wie wir das waren, als wir 1988 angefangen haben zu arbeiten. Und ich weiß, wovon ich spreche, ich habe 88 meine Frau kennengelernt und wir waren damals noch lange nicht produktiv. Meine Frau ist mittlerweile Professorin, ich gebe da ab und zu mal Gastvorlesungen. Die brauchen genauso wie wir es am Start unserer Berufsauswahl gehabt haben, auch ein bisschen Zeit, um produktiv zu werden. Der Faktor für mich ist das Thema eben ganz klar verloren. Das heißt, Digitalisierung wird dann erfolgreich sein im Unternehmen, wenn der Inhaber, der Vorstandsvorsitzende, der Geschäftsführer, der CEO sagt, wir machen das. So wie ein Ulrich Nehammer, der gesagt hat, ist mir scheißegal, wir hauen das in 24 Stunden raus. So. Und das ist das Einzige, weil sonst passiert nämlich nur das, dass Geld verbrannt wird mit dem, was sie dort tun. Und dann sind wir genau bei dem Bild, was ich eben hatte mit dem neuen Elber Porsche, der dann immer auf der rechten Spur mit 60 Sachen im ersten Gang fährt. Wie ändert man das? Sie ändern das durch 3 Schritte. Der erste Schritt ist probieren, also probieren Sie durchaus auch neue Technologien aus. Fokussieren Sie, also der Kram, der nicht funktioniert, den lassen Sie. Der Kram, der funktioniert, den machen Sie weiter und dann skalieren Sie es hoch. Und das funktioniert ziemlich gut. Und bei all dem, aber bitte nicht vergessen, worum geht es denn? Darum zu verkaufen.
so wie bei diesem Kollegen hier, den wir uns zum Abschluss nochmal anschauen. Meister war die Erfüllgeschichte in ihrer verschollenen Urfassung mit schwedischer Originaltonspur. Jetzt durch Blu-ray und DVD, aufwendig digital gemastert, was immer das auch ist. Zum Beispiel die erfolgreiche Filmserie der Welt über den Mann mit der Nummer 007. Sie hätten den Monat Spiegel von Kursabmacher und die Zahl sind nicht darüber, dass wir die irgendwie die Welt machen, sondern dass wir unsere elektrofähige Teilspeicherlösung kaufen. Ja, deswegen müssen wir an die Hausfrau ran, aber der Kaufentscheid auch halt immer. Also die Kommunistvorstellung ist ja selten auf, Sie abhören. Also meine Liebesgeschichte sind berüchtigt. Sie sollen nicht schätzen, sondern Hilfe verkaufen. Das ist mir echt noch nie passiert. Würdest du dich vielleicht entspannen, wenn du nochmal die Vorteile von deiner elektrofähigen Teilspeicherung erzählst? Das sind lebenslange Baumstreifen. Ja, das ist ja okay. Und jetzt war der Niedertemperaturheizung, die Teststirn in dem Raumtauschwerk steht. Ich wohne auch das Leben. Also wie sieht das dann auch? Heute ist die 50 Höhe für die Serie aus. Sie werden vergessen, dass Sie mir an Ihren Muschelhofer Handverband haben und seitdem eine Prothese tragen. Ja, Mons. Ja, da kann ich nicht so viel mit diesem Billigdauerschlaf oder so mal häufig mit uns haben. Mit meiner Frau sind Sie auch abgeredet. Ja, ich habe gesagt, ich brauche neue Bay 8 Zoll Heizschlaf heute. Jetzt endlich die restaurierte Urfassung, geschickt von Heizungs- und Trägernummer 007. Vielleicht wollen Sie mir auch eine Heizung verkaufen, Herr. Bond. Dieter Bond. Meisterartige Filmgeschichte, präsentiert vom Reutlinger Heimatanzeiger. Jetzt einzeln oder in der Sammelbox überall erhältlich. Und wenn Sie es im Internet runterladen, kriegen Sie einen Gutschein für den goldenen Heizkörper mit dazu. Also sehen wir all dem, was wir tun, denken Sie daran, es geht letztendlich darum, mehr zu verkaufen und dabei wünsche ich Ihnen von Herzen viel Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank für unsere Weise. Wir wollen die Gelegenheit aber nutzen, Sie vielleicht noch mit der einen oder anderen Frage zu feuern. Ich fange mal an. Sie hatten sehr schön diese Vertriebssteuerungssysteme gezeigt. Der Titel heißt ja 20% mehr Erfolg durch ein iPad. Haben denn die Leute von Coca-Cola 20% mehr Erfolg mit diesem System? Die schlechte Nachricht ist, sie haben ihr Ziel nicht erreicht. Die gute Nachricht, sie sind deutlich besser ausgestiegen. Ich darf die Zahl nicht nennen, aber sie sind signifikant besser als 20% ausgestiegen. 20% war die Vorgabe. Sie haben es aber auch nicht nur durch Thema Technik, sondern durch ein Gesamtpaket, dass Sie wirklich gesagt haben, ich habe Technik, ich habe Führung, ich habe Organisation, auch Marketingmaßnahmen dazu im Gesamtpaket. Also Sie sind deutlich besser ausgestiegen. Und das ist nicht das einzige Unternehmen. Also wichtig ist einfach die Konsequenz und das Ganze aber immer eingebettet in die Gesamtstrategie. Ich gucke immer mal hier hin, aber ansonsten, wenn Sie keine Fragen haben, stelle ich nochmal eine weitere Frage. Also bei mir ist auch so, ich habe morgen um 7.30 Uhr muss ich in Kassel sein und ich habe einen Leihwagen, also der wartet auf mich, bis hier losfahre. Also von der Seite habe ich keinen Stress nach hinten raus, also ich sage mal 2,5 Stunden Fahrt, also bis um 4 Uhr halte ich durch, dann muss ich los. Wenn ein System Prozessempfehlungen und auch Formulierungshilfen leistet für Einwandbehandlungen, was braucht dann für Qualifikationen der Vertrieb der Zukunft? Muss der laufen können? Super Frage. Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, der Faktor Mensch. Also das ist, glaube ich, das, was die schlechte Nachricht ist, wenn man sagt, da bin ich nicht bei Herrn Hawks. Also Matthias Hawks kennt, glaube ich, ja jeder, bekannter, renommierter Zukunftsforscher. Ich schätze viel von dem, was er sagt. Wo ich überhaupt nicht bei ihm bin, ist, er sagt, Computer werden nicht in der Lage sein, Emotionen zu lesen. Schauen Sie mal, was das Fraunhofer-Institut heute schon mit dem Thema Gesichtserkennung macht. Was ein Computer aus dem Fraunhofer-Institut heute schon an Emotionen aus einem weiblichen Gesicht rauslesen kann, ist besser, als das, was wir Männer hinkriegen. Das ist kein Grund. Nur wieder Frauen, ne? Und kein Grund, nee. Und in den zwei Jahren ist das so weit, dass die auf dem Niveau der Frauen sind. Und ich glaube, da können auch bis zum Stück weit dabei. Ich glaube aber, ich sage mal im Vertrieb, Menschen wollen von Menschen kaufen. Und es gibt Studien, die eben beispielsweise die Oxford-Studie kennen viele, die sagen, 99% der Steuerberater werden durch die Digitalisierung den Job verlieren. Der sagt aber auch, nur 1% der Vertriebler werden durch die Digitalisierung arbeitslos, unter der Voraussetzung, dass sie dem Kunden ermöglichen, vor dem Kauf entscheidet
und nach dem Kaufentscheid auch digital sich zu informieren und entsprechend dran zu bleiben. Also es ist aus meiner Sicht immer eine Kombination. Und es braucht Menschen, die auf der einen Seite diese Technologien nicht als Bedrohung, sondern als Arbeitsmittel in die Hand nehmen und damit arbeiten und welche, die einfach kommunikative Fähigkeiten haben, um mit Menschen zu kommunizieren. Und Menschen wollen von Menschen kaufen, auch in Zukunft. Ja, wir hatten ja jetzt eine Reihe von Beispielen aus Großunternehmen. Ja. Und ich habe also den Freifiss. Jetzt bin ich also ein 1, 2, 3 Mann-Betrieb, so wie viele unserer Mitglieder. Ich auch. Ja, aber was mache ich denn morgen früh, wenn ich bei 22% besser haben will? Also das habe ich die ganze Zeit jetzt gesucht. Ja. Und ich weiß, ich brauche mehr Informationen. Denn das war ja hier Inspiration, aber ich brauche Informationen, Ausbildung. Und ich könnte jetzt nicht spontan sagen, wo ich hingehe. Ich glaube, man hat so 2, 3 Spätes, die man anruft. Aber wie kommt man weiter? Also, dann fange ich mal an mit der Antwort. Herr Jeckel hat uns freundlicherweise ein Arbeitsheft, denke ich mal ist es, ein Informationsheft mitgebracht. Digital Working Shortbook, wie Manager mit neuen Technologien effizient arbeiten. Liegt für alle Gäste hier draußen bereit zur Mitnahme. Genau. Weiter Teil der Antwort kommt Herr Jeckel. Genau, also das ist eine Kurzfassung meines Buchs Digital Working bei Gabal, für die, die eben schneller lesen wollen. Das gerne. Das sind sehr konkrete Dinge, die jeder umsetzen kann. Wie optimiere ich das Thema E-Mail? Wie kann ich Technik dazu nutzen, um Besprechungen effizienter zu machen? Wie kann ich eine Assistenz idealerweise gut einbinden? Wie kann ich im Vertrieb effizienter mitarbeiten? Wie kann ich meine Reisen damit optimieren? Also sehr viele praktische Tipps sind da entsprechend mit drin. Also deswegen Punkt Nummer 1. Aber gerne, bevor ich weitermache. Das ist eine. Das zweite. Letztendlich ist es, ich sage es mal so ganz platt, auch als kleiner Unternehmer, es ist völlig wurscht, mit welchem CRM-System man arbeitet, mit welchem Customer Relationship-System man arbeitet. Mir ist eine gut geführte Karteikartenbox fünfmal lieber als ein schlecht geführtes digitales System. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man gerade als kleiner Unternehmer einen Überblick über seine Kundenkontakte hat. Und wenn du das mit Auto gerne machst, mach es mit Autos, gar kein Thema. Wenn es einer mit Karteikarten macht, gerne mit Karteikarten. Das, was ich mal versuche rüberzubringen, es geht vor allen Dingen eben darum, zu sagen, die Kontakte, die man mit seinen Kunden hat, einfach über ein idealerweise intelligentes CRM-System, und das geht halt immer leichter, mit dem Blick zu haben. Und es gibt ja heute auch schon cloud-basierte CRM-Systeme, wo man auch als kleiner Unternehmer mit ganz marginalen Einstiegsgrößen, ja auch schon mit monatlichen Mietgrößen, ohne dass man da 7-stellig investieren muss wie Coca-Cola, gibt es heute tolle Systeme, mit denen man arbeiten kann. Ich hoffe, das hilft dir ein Stück weit. Ein leichtes Missverständnis. Also meine Frage ging, wo kriege ich Antworten auf Fragen? Und eine Antwort, die ich mir selbst gegeben habe und die immer besser greift, ist YouTube. Absolut. Und ich suche jetzt von jemand als Experte einen Hinweis, wo man sagen kann, wenn du iPad-Probleme hast, also ich weiß ja, wenn ich iPad-Probleme habe, erstmal gucke ich bei Jeki. Ja. Weil da ist eine ganze Menge, die ich finden konnte. Aber du bist doch in der Community oder in Bereichen, wo irgendwelche, und das dürfte ja gar keine Freaks sein, weil dann bestehe ich nicht mehr, sondern jemand, wo ich hingehen kann und wo ich auf eine ganz vielleicht einfache, banale Frage, wie installiere ich eine App oder sonstige Dinge, die mich am Schreibtisch hindern, den Schritt weiterzumachen und dann lasse ich es fallen. Ja, also es gibt ein paar Plattformen, die ich da sehr empfehlen kann. Es gibt zum einen für den IT-Bereich, wenn ich sage Office, also Excel, Word, PowerPoint, Outlook, also das, was wir in allen Büros haben und wo es Probleme gibt, gibt es für mich nichts Besseres als Video to Brain. Also Video und dann eine 2 und dann wie das Gehirn, Video to Brain, kennt vielleicht der eine oder andere. Da habe ich eine Flatrate, die kostet eben 200 Euro im Jahr und da kann man eben Kurse angucken, wie man lustig ist, gibt es auch als Filmlizenzen, finde ich hervorragend für den ganzen IT-Bereich. Was ich auch sehr empfehlen kann, ist Udemy, hat vielleicht da eine andere gehört, da gibt es auch viele tolle Kurse, die sind etwas breiter auch, also da gibt es dann auch Dinge zu Facebook-Marketing, da gibt es dann auch für die verschiedensten Bereiche, also Udemy ist etwas, was ich gut finde. YouTube sagtest du schon, also was es auch gibt, es gibt sehr viele gute Podcasts, also die Möglichkeit, auch wenn Sie viel im Auto unterwegs sind, gibt es sehr viele gute Audiosachen, die man damit hören kann. Und last but not least, iTunes University, kennt kaum jemand, ist auf jedem iPad-Gerät gratis nutzbar, da gibt es auch viele gute Kurse nochmal mit dazu. Das Problem, was man häufig eher hat, ist, dass man halt gerade bei YouTube beispielsweise halt die Spackos aussortiert, also weil man muss oft eben lange suchen, also deswegen für den Bereich eben ist sowas wie dann beispielsweise Video to Brain gut.
Was ich im Businessbereich immer noch empfehlen kann, heißt, du kennst es, die Plattform von Cemal Osmanovic, Smile2. Das heißt, das ist eine Mischung aus Live-Webinaren und die dann auch aufgezeichnet zur Verfügung gestellt werden. Und da hat man auch, wie ich finde, ein sehr breites Angebot aus Vertrieb, aus Führung. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich auch bei mit Inhalten vertreten, oder? Also das ist auch noch eine Plattform, die ich auch sehr empfehlen kann in dem Bereich. Ich hoffe, das hilft ein Stück weit weiter und sonst, ich bin wie gesagt da, fokussiere Sie mich auch gerne nach. Und noch eine Abschlussfrage. Trennt Sie sich von dem Imbiss, von dem guten Gespräch? vor ein paar Jahren kam der Begriff auf Bring Your Own Device, gerade für kleine Unternehmen, dass sagen wir, Mitarbeiter ihre Geräte selbst mit ins Unternehmen gebracht haben und da dann in die Infrastruktur integriert haben. Sehen Sie da ein Zukunftsmodell oder ist es tatsächlich so, dass klassischerweise immer noch die Unternehmen die Arbeitsgeräte zur Verfügung stellen oder ändert sich da aus Ihrer Wahrnehmung? Sehr gute Frage. Es gibt eine lange Variante der Antwort und es gibt eine Kurzvariante. Ich fange immer gerne mit der Kurzvariante an, wenn mich jemand fragt, was hältst du von Bring Your Own Device? Die Kurzform heißt Bullshit. Absoluter Bullshit. Wenn ich einen Auftrag bekomme oder angefragt werde, es gibt zwei Aufträge, die ich heute ablehne. Also ich mache 80% meiner Zeit, mache ich große iPad-Rollouts. So, es gibt zwei Aufträge, die ich mittlerweile ablehne. Der eine Auftrag, den haben Sie schon mal gehört, ist zu sagen, okay, jemand, der es zusätzlich zu Notebooks einführt, wo ich sage, entweder du machst es gescheit oder du machst es gar nicht. Halbschwanger gibt es nicht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, was ich auch nicht mache, ist Bring Your Own Device. Weil die Grundidee ist ja gar keine doofe. Dass ich sage, ich habe den Druck, dass die Mitarbeiter dort halt die neuesten Geräte nutzen wollen und wir sind da zu langsam ins Unternehmen. Der Druck ist da, das Problem ist, da wird kurzfristig dem Druck nachgegeben. Ich vergleiche es immer gerne, wer hat kleine Kinder und das Thema Kassen im Supermarkt, also ich sag mal, quengeln, ich will die Süßigkeiten haben. Natürlich habe ich kurzfristig Ruhe, wenn ich sage, ich gebe diesem Quengel nach und sage, ihr könnt euer eigenes Gerät benutzen. Die Komplexität, die man sich aber dadurch ins Haus holt, durch Support, durch mal ganz unabhängig von juristischen Fragen, dass sie bei Compliance-Themen gar nicht auf private Geräte drauf gucken dürfen und so weiter. Also sie holen sich viel, viel mehr Probleme ins Haus. Es gibt in der Theorie für mich einen Bereich, wo es Sinn machen würde, wenn ich sage, ich habe externe Berater, wie mich beispielsweise, die will ich über so ein Mobile Device Management System reinbringen und da will ich das nicht machen. Scheitert erwachsen aber auch, weil ich arbeite nicht nur für ein Unternehmen und ein Gerät kann immer nur in einem solchen Mobile Device Management System dabei sein und ich hole mir doch als Berater nicht irgendwie 20 iPads, damit ich für jeden Kunden ein eigenes Gerät habe. Also das ist wieder der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Das ist genauso, wenn ich dann auf Konferenzen bin und dann habe ich so die jungen Berater, die Eierschalen noch mit den Ohren haben, sorry, ich werde nächstes Jahr 50, ich werde langsam alt, und die sagen dann, die Zukunft ist nur noch online, nur noch virtualisiert und es ist völlig egal, welches Endgerät sie draußen haben. Da sage ich, Theorie, wunderbar, aber waren Sie schon mal beim Kunden draußen? Haben Sie schon mal auf so einem eben virtualisierten Arbeitsplatz, auf so einem kleinen Tablet schon mal ein Excel-Tablet ausgefüllt? Funktioniert nicht. Mal ganz unabhängig davon, dass Sie vielleicht nicht unbedingt immer online sind. Und deswegen aus der praktischen Erfahrung heraus, ich bin ja nicht nur Redner, sondern ich bin ja zu 20% Redner, zu 80% bin ich Unternehmen unterwegs. Meine Erfahrung ist, Bring Your Own Device bringt deutlich mehr Nachteile als Vorteile. Ich sage definitiv absolut nur, nicht in der Praxis. Nein, klare Position. Noch eine letzte schnelle Frage. Eine allerletzte Frage gerade noch. Wir sprechen viel über Apple, über die Apple-Welt. Im Büro, die Welt ist Microsoft. Ja. Apple hat sich aus dem Smartphone-Bereich, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, fast zurückgezogen. Was passiert mit Microsoft hat sich fast zurückgezogen. Ne? Was passiert mit Microsoft zukünftig? Ja, müssen wir jetzt alle Apple denken und Android denken oder können wir weiter uns mit Microsoft beschäftigen? Also vor ein paar Jahren musste man die Frage immer so stellen, weil vor ein paar Jahren haben die Systeme nicht wirklich gut miteinander geredet. Heute ist es so, dass die Systeme extrem gut miteinander arbeiten. Und es gibt bestimmte Bereiche, da sind bestimmte Systeme ideal. Und ich sage mal, für alle Bereiche gute Einsatzbereiche. Wenn Sie sich die Serverlandschaft im Unternehmen angucken, gibt es nichts anderes außer Windows-Server-Systeme. Also ich sage mal, Apple-Server-Systeme, jeder, der sagt, das ist irgendwie positiv nutzbar, in kleinen Unternehmen vielleicht mit 1, 2, 3 Geräten, aber ich sage mal, professionelle Serverlandschaften, Microsoft, Punkt. Da macht Apple überhaupt keinen Sinn. Punkt Nummer 1. Punkt Nummer 2, wenn Sie im Bereich
Endgerät PC sind. Da ist es ein Stück weit Geschmackssache manchmal, wenn ich sage, viele Agenturen arbeiten mit Apple in dem Bereich. Wenn es aber darum geht, eben auch mit dem Serversystem gut zusammenarbeiten und Office, bin ich eher auf der Windows-Welt. Wenn ich mir das Thema Smartphone angucke, wenn wir mal auf der anderen Seite anfangen, so ein iPhone X oder iPhone X heißt ja richtig, selbst ich verwechsel das manchmal, ist ein tolles Gerät. Das Problem ist nur, wenn ich 1700 mal 1300 Euro ausgeben soll, überlege ich mir das als Unternehmer. Ich finde, die sind hoffnungslos überpreist in großen Rollouts. Also wenn ich gucke, ich habe so ein 200 Euro Android Smartphone, da gibt es nicht viel, was mir einfällt, was ich mit dem Ding nicht machen kann, wofür ich ein iPhone brauche. Also ich habe vor kurzem erst einen Rollout gehabt mit deutlich über 1000 Smartphones. Da haben wir uns dafür entschieden, als Smartphone Android-Geräte zu nehmen. Und ich höre oft, Android ist unsicher. Das stimmt, wenn Sie es nicht zentral managen. Wenn Sie das über ein sogenanntes Mobile Device Management System managen, können Sie Android-Geräte sogar teilweise sicherer zentral administrieren als ein Apple-Gerät. Last but not least, das Thema Tablet. Im Bereich Tablet gibt es im Moment, ich sage mal bewusst im Moment, wenn ich vor 5 Jahren gesagt hätte, Blackberry ist tot, hätten Sie mich gefragt, was ich geraucht habe zum Frühstück. Im Moment, sage ich, ist das Thema iPad für mich die einzige Plattform, mit der man wirklich produktiv im Unternehmensumfeld arbeiten kann. Aus ein paar ganz pragmatischen Gründen. Es ist das einzige Gerät, was Sie in der Kombination haben, was eine extrem hohe Akkulaufzeit hat, was einen extrem brillanten Bildschirm hat mit einem sehr großen Betrachtungswinkel, was einen sehr gut nutzbaren Stift hat, was Sie per Kabel an einen Beamer anschließen können. Ich habe ja einfach nur so einen VGA-Adapter, das ist ein Kabel. Versuchen Sie mal ein Android-Tablet per Kabel an einen Beamer dran zu gehen. Das geht nicht. Ich habe 20 Adapter ausprobiert. Ja, und ich will doch nicht beim Kunden immer irgendwie welche drahtlosen Lösungen aufbauen. Also, und es gibt einfach auch dann wieder nicht ein Tablet, selbst ein neues Google Pixel 7, da ist dann keine SIM-Karte drin. Und das ist, wenn Sie dann ein System brauchen, was Sie automatisch im Hintergrund aktualisiert, brauchen Sie eine SIM-Karte. Deshalb im Moment sage ich am sinnvollsten, mal bewusst schwarz-weiß, würde ich heute sagen, ein Android-Smartphone im Unternehmen, ein iPad-Tablet, ein Windows-Server und als Arbeitsplatz müssen Sie gucken, ob Sie eher auf der, ich sag mal, kreativen Seite unterwegs sind, dann eher in Apple, in größeren Unternehmen eher mit Microsoft, zumal die meisten Programme auch für alle Plattformen verfügbar sind und alle ziemlich gut miteinander reden. Ich hoffe, das hilft ein Stück weiter. Also, und Sie sagten, Microsoft verabschiedet sich wohl, das ist definitiv. Die haben sich vor 8 Wochen haben Sie eine strategische Entscheidung definitiv getroffen, dass Sie aus dem Thema Mobile zurückziehen, weil Sie gesagt haben, 2,1% Marktanteil ist nicht mehr aufholbar. Also das heißt, wenn Sie ein Windows-Gerät haben, nutzen Sie es gerne, das sind tolle Geräte. 80 Euro, Nokia, super Geräte. Und es ist ja auch so, selbst ein BlackBerry. Wie lange hat man denn heute ein Handy? 1-2 Jahre. Hey, Sie müssen doch keine strategische Entscheidung treffen, welches Handy Sie nehmen. Das schmeißen Sie nach 2 Jahren wieder weg oder verkaufen es weiter. Wenn Sie sich einen BlackBerry Server anschaffen, da würde ich mal drüber nachdenken. Aber Endgeräte sind ja deutlich wichtig. Ich hoffe, das hilft Ihnen ein bisschen und sonst bin ich gerne auch danach noch für Sie ansprechbar. Ja, Mr. Digital Worker, Sie bekommen von uns ein analoges kleines. Liebe analoge Geschenke. Ja. Vielen, vielen Dank. Ganz, ganz, ganz. Vielen lieben Dank.